Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Damit moin moin und herzlich willkommen am Sonntagnachmittag zu Hardcore Colonization. Und wie ihr seht, geht's nahtlos da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe nur das Raumschiff in die andere Richtung umgedreht, ansonsten alles gleich wie das Ende vom letzten Stream. Willkommen und wir sind weiter unterwegs mit unserem Minmus-Taxi nach Minmus. Und bevor es losgeht, erstmal vielen lieben Dank an den Hammer-Ossi für die Subscription oder das Abo oder wie auch immer man es nennen möchte. Vielen lieben Dank. Ich hoffe mal, dass auch das liebe Stream-Overlay das gleich so sieht. Ach, da, wenn man vom Teufel spricht, schaltet das Stream-Overlay um vom Furzbacke auf den Hammer-Ossi. Und damit haben wir für das neue monatliche Ziel, also keine Angst, kein Größenwahnsinn für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das 1000-Follower-Ziel ist geknackt und es gibt ein neues Ziel, das ist für den gesamten November ausgelegt. Und ich war mal, es ist schon ehrgeizig, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist irgendwie auf eine Woche gemünzt oder sowas, sondern ich würde gerne versuchen, im November mal 50 Subscriptions einzusammeln. Mal gucken, ob das funktioniert. So, jetzt aber erstmal zum Hallo sagen an meine lieben Zuschauer, denn es sind schon da der Mickey, der Zero Odyssey, der Bierbauch, der Leminox, der Nasserdam, der Clayton, der Hammer Ossi, der sich's nicht nehmen lassen hat, schon im Intro eine Subscription dazulassen, Senfsoße, Scharabel, Pablone, Mimir ist auch schon da, TJ Kerman, der Jens Reinhold, der Daxa, der X2 the C, H, ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Devil to Get, der Neo Kerman, unser professioneller Mod, Annex und Hi Hannibal. Moin moin und natürlich auch hallo an alle, die noch irgendwo still im Chat rumlurken und nur zugucken. Was machen wir gerade? Also, das war ja die, ich sag mal, mittelgut gestartete Rakete. Wer die letzte Folge gesehen hat, die ist ein bisschen schwierig durch die Atmosphäre gegangen. Deshalb bin ich ein bisschen niedrig mit dem Treibstoff, weil der Treibstoff, der hier drin ist, hätte uns eigentlich nach Minmus bringen sollen. Deshalb gibt es einen kleinen Zwischenstopp an der Raumstation, die wir jetzt einholen müssen. Dorthin sind wir gerade unterwegs. Es ist jetzt erstmal alles so weit eingerichtet, dass ich der Raumstation auf einem niedrig gelegenen Chaser Orbit folgen kann. Jetzt muss ich nochmal die Periapsis abschalten. Das X reicht. Oh, und dann hallo noch an den Jester und den Femmler. So. Und... was war das? Geräusche. Na gut, ja, heute alles ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Ich habe nämlich heute Nacht nicht so viel geschlafen. Meine Frau und ich haben Seven Days to Die auf der PlayStation im Koop-Modus für uns entdeckt. Das hat eine Menge Spaß gemacht, leider bis 5 Uhr morgens. Dementsprechend bin ich latent offen, muss ich sagen. Etwas übermüdet. So, deshalb heute, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle oder Dinge komplett falsch mache, nicht wundern. Ich hatte keinen Schlaganfall, ich habe einfach nur ein bisschen wenig geschlafen. So, der Plan ist jetzt, dass wir uns von der Raumstation einholen lassen. Also ihr seht, die kommt auch langsam näher. Unser Orbit ist mit 150 zu 148 deutlich höher gelegen oder ein gutes Stück höher gelegen als Kerbin Apoapsis 126, Periapsis waren glaube ich 124, jawohl, von der Space Station. Das heißt, die Space Station sollte uns mit der Zeit einholen.
Ja, ich weiß ja nicht, was ihr noch so vorhabt. Warten wir jetzt mal, ne? Nein, das Zeitraffer haben wir natürlich gleich. Ja, und das wirklich Schlimme, also bis 5 Uhr morgens wach sein und daddeln ist ja gar nicht so schlimm. Das wirklich Schlimme war aber, dass mich meine Frau pünktlich um 9 auch wieder aus dem Bett geschmissen hat, damit wir schnell ein bisschen Ordnung machen und frühstücken und weiterspielen. Und das hat jetzt gerade bis 20 Minuten vor dem Stream. 7 Days to Die Hardcore-Mode mit ohne Schlafen. Gut, also ich habe hier mal die Habitation angeschmissen. Damit hat die kleine Raumfähre mit den 2 Besatzungsmitgliedern 341 Tage Zeit. Supplies haben wir für 36 Tage. Ich denke, ganz so lange wird der Spaß nicht dauern. Da ich nur noch 59 Delta V habe in der Stage, würde ich jetzt auch keine großen Änderungen machen, sondern das einfach auf der Zeitebene aussitzen. Und uns fröhlich ranzeitraffern. Wie ihr seht, im 100er Zeitraffer ist das ja relativ überschaubar. Und wir drehen uns hier fröhlich um den Planeten rum. Und ja, meine Frau ist da sehr unnachgiebig, was sowas angeht. Sie hat mich gestern oder heute Morgen ja eher dann auch ins Bett geschickt mit den Worten: jetzt aber nicht denken, dass du bis 14 Uhr schlafen kannst und dann einfach einen Stream machst. Dass es direkt um 9 wird, hatte ich jetzt nicht vermutet. Aber hey, 4 Stunden Schlaf sind ja völlig ausreichend. Wer braucht schon mehr? Wer braucht schon mehr Schlaf? So, Raumstation ist mittlerweile auf 1,2 ran, wenn ich das richtig sehe. Wartet mal, lasst uns mal so machen, dann sieht man das ein bisschen besser. Also ihr seht, wir sind, das habe ich auch falsch gesagt, wir sind gar nicht auf dem Chaser-Orbit, wir machen genau das Gegenteil. Wir lassen uns von der Raumstation jagen. Genau, schlafen kann man später auf Arbeit oder so. Nee, heute werde ich, glaube ich, ein bisschen eher ins Bett gehen. So, nach dem Stream, schön um 18 Uhr. Ins Bettchen. So, knappe 1100 Kilometer noch. Essen geht langsam runter, aber hier sieht eigentlich alles auch sehr, sehr gut aus. Moonbase Bravo ist versorgt. Minmus Space Alpha. Gut, die Moon Space Station meckert wegen Strom, stimmt aber nicht. Sieht alles ziemlich gut aus. Ja, Plan ist es, wie gesagt, da einmal aufzutanken. An der Kerbin Space Station sind meiner Meinung nach nämlich noch Fuel-Reserven dran, die wir uns gerne abgreifen wollen. Oh nein. 18 Uhr ist eine gute Zeit für 7 Days to Die. Ich glaube, ich stürze mich dann einfach in den nächstbesten Zombie rein und lege mich dann neben meinem Stuhl zum Schlafen hin. ja, ist auch das erste Mal seit Ewigkeiten, muss ich sagen, dass ich, also wir spielen das auf der PlayStation, also A, dass ich mit einem Controller so ein Spiel spiele, das macht mich völlig fertig, also ich, dieses Bogenschießen ist ganz, ganz fürchterlich mit einem Controller, weiter als Bogen bin ich noch nicht gekommen, und das zweite ist, das ist dann so Splitscreen, auch total strange, weil man hat irgendwie noch so breites Gesichtsfeld. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Also ich habe gefühlt die ganze Zeit irgendwie neben mir einen Zombie stehen, den ich nicht bemerkt habe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde mal anpeilen, auf der Peri ein Manöver zu machen. Mal gucken, ob das dann zeitlich passt, um uns an die Raumstation ranzubringen. Da ist sie dann noch hinter uns. Das heißt, wir müssen später starten mit unserem Manöver. Gut. Da hinten passiert irgendwas Lustiges. Nee. Nee, das ist es noch nicht. Okay, ein bisschen noch. Ah, bissele noch. So, lasst uns mal noch eine Runde drehen. So, also auf der Periapsis ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Jetzt sind wir über die Periapsis drüber, das heißt, jetzt wird es die nächste. Ja, jetzt wird das langsam. So, dann sind wir bei 39,8, aber wir sind dahinter, das heißt, dann ist es ein bisschen zu spät. Das heißt, den ziehen wir jetzt runter auf hier so irgendwo und ein bisschen mehr bremsen. Jawohl. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ups, das sieht doch relativ schlecht aus. So, die Richtung war es, was ich wollte. Auf 8, Kilometer, das ist doch schön. Na?
8,7. Ja, das machen wir so. Gut, dann können wir jetzt zum nächsten Manöver warpen. Und dann fangen wir sie ab, die gute Raumstation. Also das wird uns ein bisschen an den Sprit gehen. Genau genommen wird uns das mehr Sprit kosten, als wir haben. Aber wir haben ja noch Monopropellant, mit dem wir arbeiten können. Hoffe ich. Schauen wir mal. Also ich werde dann mit den RCS-Düsen wahrscheinlich... Und da ist auch schon der nächste. Dankeschön, Leminox, für dein Abo. Der dritte Monat in Folge, auch schon ein Vierteljahr. Darauf Prost. Da muss man sich auch mal Zeit lassen mit dem Manöver. So. Zack. Zack. Das wird eh nicht so besonders schlimm werden. So, wie nah sind wir denn am Target, dass er jetzt schon umschaltet? Oh, 59 Kilometer immerhin schon. Okay, also wir nähern uns an. Licht an! Wir wollen ja gesehen werden. Aber wir könnten komplett Licht anmachen. Wir haben ja richtig Ausstattung hier. Ach stimmt, da unten ist auch noch eine Lampe dran. Aber die ist jetzt noch nicht relevant. Gut, wir sind vorbereitet fürs Docking. Und ich würde sagen, jetzt können wir mal langsam den Burn machen. Zip, zip, tip, tip. Bremsen, bremsen, bremsen. So, wie schlimm ist es oder wie gut? So, sieht man wieder nicht. Zack. Und es sind 8,6. Hervorragend. Gut, dann würde ich mal sagen, hier haben wir einen Unterschiedsspeed von 63 Metern. Davon kann ich 39 noch wegbremsen. Da sollten wir uns ein bisschen Zeit gönnen. 23 Minuten, 21 Minuten, lass mal 20 Minuten machen. Dann haben wir 3,5 Minuten Zeit, das runterzubremsen mit den RCS-Düsen. Also ich möchte einfach sicherstellen, dass da kein bösartiger Unfall passiert. Das wäre mir relativ wichtig. Wobei wir halt vorbeifliegen. Also reinrammen werden wir noch nicht. Da hinten kommt sie, 13,3 Kilometer. Genau, also wir gleichen dann einmal die Geschwindigkeit knapp an. So, ein bisschen haben wir noch. Guck mal, das ist doch... Zucker ist das doch. Also, nächste Begegnung ist 8,6. So, und das Ganze hat uns nicht mal einen Tag Supplies gekostet. Kann man schon mal machen. Also dadurch war es jetzt halt einfach sehr, sehr spriteffizient. So... In Skandinavien ist es jetzt auch schon duster. Mach im Auto immer Licht an. Ja, ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die, auch wenn es bei uns gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, immer mit Licht fahren, auch tagsüber, weil es ein klitzekleiner Handgriff ist. Ich finde die schwedische Regelung oder die skandinavische Regelung, also ich kenne es aus Schweden, aber ist glaube ich in Gesamtskandinavien so, finde ich sehr gut, dass man immer das Licht an hat, weil man ist einfach besser zu sehen. Man ist einfach besser zu sehen. Und das finde ich ist eine gute Idee. Ach, du Kacke. So könnte das natürlich ein bisschen zäh werden. Okay, vielleicht müssen wir mit diesen Antrieben arbeiten. Aber ich würde gerne das Ding noch behalten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Antriebe überhaupt funktionieren, wenn die... So. Oh oh. Die machen keinen Schub, oder? Die machen so gar keinen Schub. Oh oh. Oh oh oh. Ist natürlich die Frage, weswegen die keinen Schub machen. Das wäre nicht gut. Dann müssen wir da noch mal ein bisschen konzeptionell nacharbeiten. Jetzt muss ich aber erstmal irgendwie zu meiner Raumstation kommen. Die Frage ist, ob ich das überhaupt angeglichen bekomme. Oh, oh. Nicht mit dem Gewicht am Arsch. Oh, oh. Ich sehe Probleme auf uns zukommen.
Shit, ich muss das Gewicht abwerfen, sonst wird das gar nichts. So, jetzt lass mal kurz gucken. Jetzt funktioniert es allerdings auch mit den Antrieben. Allerdings nicht so viel mächtiger als... Okay, wir müssen Monopropellant dann nachtanken. Das wird schwierig. Ja, Gewicht ist trotzdem, oder Masse. Masse ist trotzdem ein Problem, denn Masse trägt halt und so. So. Jetzt müssen wir uns erstmal zur Raumstation hinschlawinern. Masse will trotzdem beschleunigt werden. Und dafür braucht es Schub. Und wenn man davon nicht genug hat, dann beschleunigt was anderes halt auch mal schneller weg, als man selber beschleunigen kann. So, also hinkommen werden wir. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen um. Aber wie kommen wir damit jetzt sinnvoll nach... Gut, es hat einen Dockingport. Wir könnten ihm ein Transfervehikel bauen. Was mich aber gerade etwas schockt, ist 0,11. Ist echt wenig, ne? Trust Weight. Das ist erschreckend wenig. Das hätte mehr haben sollen. Meine ich zumindest. So. Ich meine, das hätte mehr haben sollen. Lululululu. So, fliegen wir erstmal hin zur Raumstation und docken uns da an. Dann überlegen wir uns, wie wir damit umgehen. Ja, stimmt, es hatte auf Minmus gerade knapp über 1 und Minmus hat ein Zehntel Schwerkraft, aber da war es auch beladen, meiner Meinung nach. Das wundert mich so ein bisschen. So, gucken wir mal, dass wir auch wirklich eine Beschleunigung zur Raumstation hinbekommen. Aber es fliegt schon mal, das ist schon mal viel wert. Heieieiei. Ja, die Landung wird tatsächlich lustig. Eine vierte Düse hätte wahrscheinlich nicht geschadet. Ehrlich gesagt. Tanzt der denn jetzt so? Bleib mal dahin ausgerichtet, bitte. Okay. Gut, kurz einen Moment gedacht, der will nicht. Hm. Wie gehen wir mit dieser Information um? Skycrane zum Docken und Landen. Ein bisschen größer sizen können, glaube ich. Ein bisschen. Aber gut, dafür, dass es ein beinahe Unfall war, ist es ja nicht ganz so wild. Ich hoffe, da oben gibt es Monopropellant. So, schauen wir mal. Hm, wir driften ein bisschen ab. Okay. Kilometer Treffer. Alter. So müsste es ein besserer Treffer werden nach und nach. Ja.
Genau, also mein Manöver war deshalb nicht rein prograde, weil ich es gleichzeitig korrigiert habe, um direkt aufs Target zuzufliegen. Da kam die Abweichung her. So. Jetzt gehen wir mal auf, ich weiß nicht, so 200, 300 Meter ran. Ja, 830 Delta V, das geht schon noch. Ah, das wird bestimmt auch richtig beschissen zu landen, das Ding. Jetzt wird es nur noch schlimmer. Gut, jetzt müssen wir die Bremsung vorbereiten. 800 Meter ist schon mal ein guter Anfang. So, ich würde sagen, wir fangen so bei knapp 2 Kilometer an zu bremsen. Jawohl, wir brauchen nämlich eine Zeit lang, um das runter zu bremsen. Aber wir können die RCS-Thruster damit zur Hilfe nehmen. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja, wir gucken gleich mal, wie wir damit umgehen. Ich glaube, so ist es tatsächlich ein bisschen undersized. Das wird so, glaube ich, ein Krampf. Unser Vorbeiflug. Gleich. Nö, das wollte ich nicht. So, ich mach mal kurz aus. Lass uns noch ein bisschen rantragen. Okay, jetzt geht er uns flügen. So, wer billig kauft, kauft zweimal. Ein schöner Spruch und in diesem Falle auch völlig gerechtfertigt. Wobei der Preis gar nicht mein Hauptanliegen war bei der Sache, sondern mir ging es um die Anordnung der Düsen, dass die sich nicht irgendwie mit irgendwas anderem verdüdeln. Aber ich glaube, das müssen wir nochmal überarbeiten. Das Gefährt. Jetzt müssen wir es aber erstmal sauber andocken, damit wir Ruhe haben. So. 2,7 Kilometer Annäherung da drüben. Das finde ich nicht gut. Lasst uns mehr drauf zufliegen. Hui. 06. 04. 03. 02. 01 und check. So, 100 Meter. Okay, wir kommen rein. Warnlichter sind an. Die Kerbin Space Station ist mental hoffentlich auf uns vorbereitet. Und selbst wenn nicht, kommen wir trotzdem. So. Hallo, Space Station. Ah, stimmt, wir haben noch den ganzen Scheiß mit dabei, ne? Das macht's ja auch nicht besser. Gut, das wiegt jetzt nicht Tonnen, aber den Kram haben wir auch noch mit dabei. So,
Langsame Annäherung. 160 Meter noch. Das Shuttle scheint da hinten auch gedockt zu sein, wenn ich es richtig sehe. So, zack. Gut. Kurz das Docking-Manöver vorbereitet. So, und ich denke mal, bei 160 Metern können wir uns ruhig noch mit 1 Meter pro Sekunde annähern. Da wird nichts von kaputt gehen. So, dann bereiten wir uns mal auf die Undock-Phase vor. Strom haben wir genug Puffer durch die Landeeinheit. Klar habe ich Lampen fürs Docken. Hier vorne. Da. Rate mal, warum die Space Station so beleuchtet ist. Das ist meine professionelle Docking-Lampe, die ich diesmal angebaut habe. Um bei jeder Wetter- und Tagessituation gerüstet zu sein, um sauberes Docking vollführen zu können. Da lasse ich nichts auf mich kommen. Genau, Fernlicht ist an, kurze Lichthupe an die Raumstation. So, müssen wir uns nur noch eine Stelle suchen, wo wir andocken können, denn Docking-Ports sind rar. Haben wir? Nee, wohl, hätten wir. Wäre schlau gewesen, ne? Hier Docking-Ports mitzunehmen. Ich sehe da nämlich eine Transferstufe, die uns rüberbringen könnte. Wenn ich die nicht verschmolzen habe, könnte die funktionieren. Die bräuchte dann nur einen Docking-Port. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht kriegen wir das ja im Orbit hingelöst. So. Mal kurz rüber zur Raumstation. Was haben wir denn hier an schönen Möglichkeiten? Das Ding ist mit Construction Ports angedengelt. Hat aber prinzipiell Fuel. Gut, leider auch Essen. Das ist der Haken an der Sache. Das könnte man aber vielleicht umfüllen. Und hier hätten wir einen Docking-Port, den man passend bauen könnte, ne? Ja. Why not? Das könnte man so machen. Müssen wir gleich mal schauen. Jetzt bringen wir das Ding erstmal in Close Proximity. So, ich bin nasetechnisch gut ausgerichtet, alles klar. Dann leicht seitlicher Schub, dass wir uns schon mal hier hinten hin bewegen. Weil ich glaube, da wird dann der interessante Spaß für uns stattfinden. Gut, das heißt dann, wir müssen trotzdem wieder irgendwie Docking-Ports hochbringen. Ärgerlich. Ärgerlich, aber ist halt so. Oh, hier geht der Strom auch schon wieder alle. Hier ist schon wieder Strom alle. Aber wir kommen auch in ein paar Minuten grob in zwei wieder in die Sonne raus. Gut. Kerbal Space Program Orbit Drift. Wir driften an der Raumstation vorbei. So. Ja, ich glaube, es ist jetzt wirklich der Tag gekommen, wo wir einfach mal noch eine Fuhre Dockingports hier hochkrachen sollten. Also normale Dockingports. Damit wir sie parat haben. Wäre tatsächlich hilfreich. So, wir setzen jetzt mal das hier als Target. Dass wir das
vorbereiten können. So. Okay, seitlichen Drift ein bisschen ausgleichen. Gut. Die Batterien als auch die Solarpaneele sind ein Problem. Vielleicht machen wir jetzt einfach mal schnell eine Versorgungsmission für die Station, die sich tatsächlich mal damit beschäftigt, die ganzen Probleme dieser Station zu lösen. Das geht ja von bis. So. Stop. Stop. So. In Position sind wir. Wo ist der Sinn einer Station? Zum Beispiel Wissenschaft. Zum Beispiel. So, Fahrzeug steht. Ja, ich denke, es wird Zeit, diese Raumstation mal mit ein bisschen moderner Technologie auszustatten. Aber vorher gucken wir mal, ob wir das hier loswerden können. So aus Prinzip loswerden können. Also, wir haben ja hier irgendwo... Ach, das ist Fertilizer. Ja, okay. Und da war der Strom alle. Die kommen gleich wieder. Müssen wir kurz warten. Kurzen Moment noch. Gleich ist wieder Strom. Minute oder sowas noch. Ach, nicht mal halbe. Halbe Minute noch, dann ist wieder Strom angesagt. Bitte haben Sie kurz Geduld. Ihre Batterie wird verbunden. Also ich denke mal, wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Ding hier abbauen. Also das hier sieht wie eine relativ gute Transferstufe. Aber gut, das hat unnötiges Gewicht, ehrlich gesagt. Können wir mal das Essen rüber transferieren. So, da sind alle wieder am Arbeiten. Strom ist wieder da. Zack. Dann noch dieses Ding hier leer pumpen. Gucken, ob wir es komplett rausbekommen. Nicht ganz, ne? Nicht ganz. Na gut. Gut. Hier können wir noch was reinpumpen. Start Aeroponics. Hallo, Freunde, was ist los bei euch? Warum wird hier nicht gearbeitet? Was ist nur los bei euch? So, zack. Da nochmal Supplies rein. Völlige Arbeitsverweigerung auf allen Ebenen. Gut, wahrscheinlich weil Strom aus war oder irgend so Lappalien, aber ich höre immer nur Ausreden, wenn die hier unterwegs sind. Das war nicht, was ich wollte. Das war, was ich wollte. Kein Strom, keine Arbeit. So sieht's aus. Zack. Sei ein Life Supplies Tank. Du bist ein Life Supplies Tank. Das ist hervorragend. So, dann haben wir den schon mal leer gesaugt. Also, dann ist die Transfer Stage schon mal prinzipiell leer. Das ist gut. Wegen Bodennebel und so. So, ist da irgendwo ein Probe Core dran? Ja, ich glaube, da ist einer dazwischen, ne? Yo. Das hat einen Probe Core und das hat eine Antenne. Das heißt, man kann das prinzipiell kann man das benutzen. Das Shuttle. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Also, wir machen jetzt hier schnell eine Vorbereitung, um das alles umzubasteln. Und dann kommt hier endlich mal ein ordentliches Modul hoch. Das wird dann gleich so die Sekundäraktion. Gut eingeparkt. Der bleibt relativ stabil stehen, muss ich sagen. So, dann ist das Ding nämlich voll.
Was ist hier noch drin? Monopropellant. Wo ist noch Monopropellant? Irgendwo muss hier sehr viel Monopropellant sein. Okay, das ist bei dir. Wo kommst du her? Da. Erstmal sortieren. Da habe ich wohl welche versenkt. Aha, aha. 80 Monopropellant. Cockpit. Cockpit. Monoprop. 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 Gutes Shuttle soll sein. Monoprop natürlich behalten dürfen. Wie diese Rundumleuchte die ganze Welt erleuchtet. Wunderschön. Okay, da hinten ist Monoprop natürlich drin. Genau, also ich würde hier ein neues Modul planen, was tatsächlich etwas schönere Andockmöglichkeiten zulässt. So, jetzt eins nach dem anderen. Also das Ding hier schwebt eh in der Gegend rum. Jetzt andocken wir mal den Part hier. Das Ding hat Strom. Andock. Ich hoffe, ich habe mich nicht vergambelt. Nee. Okay. Du hast RCS-Düsen, sehr schön, dann kannst du dich mal ein bisschen von der Sache entfernen. Nur ein bisschen. So, sehr gut. SAS an. Und Bremse. Stopp. Sehr schön, okay. Das wird unsere Transfer-Stage, improvisierterweise. Ich meine, ja, 2008 eine Delta V. Wenn wir das Ding da vorne ranklatschen, dann sind wahrscheinlich noch 1400. Reicht auf jeden Fall, um nach Minmus zu fliegen. So, jetzt kommt hier das große Abdocken. Du, Freund Blasebalg, musst einmal... wer sitzt denn da im Cockpit? Gar keiner. Das ist prinzipiell nicht gut. Da sollten wir vielleicht einen Piloten reinsetzen. So, ach so, deshalb saß da auch keiner. So, Jebediah sitzt da drin, das ist gut. Jetzt brauchen wir noch irgendwo den Hastur. Der Hastur, Hastur, Hastur. Okay, ne, jetzt gehen wir erstmal mit dem Shuttle ab. So, Undock. Jetzt ist hier großes Umdocken angesagt. SAS. Station hat SRS an, ist okay und kriegt positiven Strom, das ist auch okay. So, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, oder Freunde? Haha! Jetzt nicht die falschen Sachen machen. Gut, du möchtest gerne... Control from here, zack. Und das da zu deinem Target machen. Wir holen uns jetzt einfach einen Construction Docking Port und docken das Shuttle dann nämlich, wenn der Ingenieur das umgebaut hat, einfach so lange hier an. Fertig. Dafür... Nee, so nicht. Warte mal, so müsste es sein, oder? Nee. Hä? So, alles gut. So, genau. Jetzt machen wir den Frisbee. Frisbee... Einmal lang rotieren. So. Genau, und dann verschweißen. Nope. So. Arceus an. Leichter Schub nach vorne. Drehung um die eigene Achse. Oh ja, hier wird Weltraumballett geboten heute. Hier wird heute Weltraumballett geboten. Komm, ein bisschen hoch. Jawohl. Genau, das Verschweißen ist eine Funktion vom, ich glaube, von USI. Ich glaube. So, 8, Meter. Komm, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir auf irgendeiner Ebene nicht Blödsinn bauen. Okay.
So. Also ich bereite das jetzt nur mal auf den Ingenieur vor. So. Sehr schön. Dann kann er nämlich gleich gut arbeiten. Was für ein Gemälde. Sehr gut. Okay. Hast du. I need you and your expertise. Und deine ruhige Hand. Und alles und so. Ganz viel Lob. Hast du einen Schraubenschlüssel dabei? Ja. Sehr schön. Dann los. Licht an. Camera free. Los geht's. Hui. Kurze Drehung. So. Ich brauche einen Ingenieur, der diesen Dockingport kurz an das Shuttle umdengelt. Dann kann das Shuttle nämlich auch schon mal ausweichen. Schön nah hier alles. Komm. Put. Zack. Come on. Warum nicht? Ach so, ist falsch rum. Warum bist du falsch rum? Das finde ich nicht okay von dir. So. Grab. Hm. Warum will er den nicht anbauen? Das ist jetzt faszinierend. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Grab. This node cannot be used for surface attach. Mhm. Okay. Okay, dann wird es jetzt ein bisschen experimenteller. So. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Docking Ports ohne Surface Nodes attachen können, aber ist jetzt egal. Wir erschaffen uns einfach einen Surface Node, indem wir den Docking Port mit einem Docking Port bepflastern. Da bin ich relativ schmerzlos, was solche Sachen angeht. Mal gucken, ob es funktioniert. Mit normalen Docking Ports weiß ich seit gestern, dass es funktioniert. Ah, nee, ne? Ausgerechnet der ist jetzt wieder kein Node. Hm, kacke. Okay, der Trick funktioniert so nicht. Gut, das heißt, das Shuttle kann jetzt im Moment nicht andocken, dann ist das halt so. Den Shuttle bitte. Nee, nach unten. Shuttle entfernt sich jetzt mal etwas von der Station. Einfach um Unfälle zu vermeiden. So. Gut, aus irgendwelchen anderen Gründen oder aus irgendwelchen komischen Gründen will er das nicht. Ist aber jetzt nicht so wild. Jetzt gucken wir mal, ob wir den wenigstens umbauen können. Nee, den nicht. Den da. Obwohl, den Construction Port brauchen wir dann nicht mehr. Der kann doch eigentlich disassembled werden. So.
Gut, zack. Gut, jetzt mal kurz den Ingenieur irgendwo an eine Leiter hängen. Zack, so. Wo ist eigentlich das andere Raumschiff? Ein bisschen abgedriftet mittlerweile. Na gut, das ist nicht so wild. So, jetzt ihn hier. Ihn hier müssen wir jetzt irgendwie erstmal darüber bringen. Ich hoffe, dass er das anbauen lässt. Set as target. Control from. Ich hoffe für dich inständig. Warte mal, das kann man sehen. Du bist richtig rum angebaut, sonst muss ich kurz drüber nachdenken. Du bist Gott sei Dank richtig rum angebaut. Control from here. Control from here. Zack. So. Also für dich ist da so. Das heißt, du bist genau falsch rum in meiner kleinen Welt. So. Einmal darüber bitte. Oh, das ist aber auch knapp hier mit dem Electric Charge, ne? Keine Batterien an dem Ding dran. Kann man schon mal so machen? Sollte man nicht. Also, wenn ihr Raumschiffe baut, baut Batterien mit an. 10,2 Electric Charge ist sehr wenig Electric Charge. Kann ich euch nur so sagen. Shuttle. Besteht keine Gefahr vom Kontakt. Sehr schön, das andere Raumschiff ist ja auch ein bisschen abgedriftet. Sehr gut. Alles wird gut. Ha. Ja, wir müssen unbedingt da mal ein bisschen Modernisierung betreiben an der Station. Die ist ja nur wirklich noch aus den Anfängen unseres Raumfahrtprogramms. Ich hoffe, wir kriegen jetzt gleich diesen Dockingport daran gebaut. Dann können wir uns zumindest mal mit der Raumfähre nach Minmus verheiraten. Das wäre ja schon mal relativ viel wert. Dann hat das Ding hier noch einen dienstlichen Nutzen erhalten. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das NASC schon mal ausrichten. Kann der Ingenieur gleich seine Arbeit machen? Wenn jetzt natürlich der andere Dockingport aus irgendwelchen dämlichen Gründen auch sagt, nee, also hier Surface Attach gibt's gar nicht, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber werden wir sehen. Ein bisschen links, rechts drei brauche ich noch. Bisschen brauche ich noch. Ah, das sieht aber gut aus. Von der Entfernung passt das schon mal. So. Bremsen. Links gehen. Und jetzt mal kurz auf zu wackeln, damit ich das einschätzen kann. Wir driften noch ein bisschen. Mal weg. Okay.
Gut, ich denke, das reicht, dass der Ingenieur seinen Einsatz kriegen kann. Loslassen und Abflug. Go, 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 go. Werkzeug ist ausgerüstet. Sehr schön. So, hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen. Ohne uns zu blamieren. Ist fast ein bisschen nah dran. Nicht, dass das zum Problem wird. Müssen wir sonst ein bisschen wegschieben. Hervorragend. Das hat auch mal funktioniert. So. Sehr schön. Dann kannst du jetzt erstmal wieder dich auf die faule Haut legen. In deinem kleinen Häuschen. Vorsicht, Antenne! Wow. In deinem kleinen Crew-Container. Heute gibt es eine extra Ration. Gut gemacht. Brava, hast du. So, und dann können wir hier den Nupsi nämlich nehmen, so, und den da abholen fliegen. Set as target. Control from here. So. Hallo, Docking-Ding. Ja, und dann bauen wir uns mal einen ordentlichen Docking-Node. Wir haben ja echt ein paar schöne Sachen für die Minmus-Raumstation jetzt schon gefunden. Die sollten wir dringend so weitergeben. So, ein bisschen RCS-Fuel haben wir sogar noch, das wir opfern können für den Guten. Ach ja, so. Das hätten wir natürlich auch alles einfacher haben können. Wahrscheinlich hätten wir derzeit auch ein neues Raumstationsmodul gestartet und angebaut. Aber hey, das machen wir noch zusätzlich. Dann können wir nämlich auch mal diesen ganzen Kladderadatsch an Batterien abbauen. Das kriegen wir, glaube ich, mittlerweile alles echt hübscher hin. Genau, als nächstes kommt eine Mission, also indirekte Versorgungsmission. Supplies brauchen die jetzt echt wirklich nicht. Haben sie mehr als genug. Ich habe ja gerade die Container hier alle geleert. Aber was die ganz gut gebrauchen können, ich gebe mal ein bisschen mehr Gas, ist eben mal eine vernünftige Stromversorgung, vernünftigen Batteriepuffer. Damit die auch mit ihrer Station durch die Nacht kommen. Und nicht immer, wenn es dunkel wird, kotzen. So, wie viel Zeit? Apropos Nacht. Ein bisschen haben wir noch. Ungefähr 6 Minuten. Dann wird es wieder dunkel. Das ist relativ relevant für dieses Gefährt, denn erst wenn wir dort angedockt haben, haben wir sowas wie Batterien. Ja, ich war wohl auf dem Spartrip am Anfang. Ziemlich auf dem Spartrip, wie es scheint. Yin, tschüssi und auch dir viel Spaß. Und ich merke gerade, ich habe vergessen aufzunehmen. Na, gucken wir mal, wie gut die Twitch-Aufnahme zu verwerten ist. Gibt es dann diesmal für die YouTube-Zuschauer wohl Hardcore Colonization in einem Stück, weil das Runterladen und Schneiden, das kann mir echt sparen. Das wollte ich letztens bei der RSS-Folge machen, das kann man komplett knicken. Der Ton ist so verschoben mittlerweile. Geht gar nicht. Mehr oder minder 4 verschiedene Setups in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gespielt. Welcher Schwierigkeitsgraden, welches Setup reizt dich am meisten? Schwierig zu sagen, finde ich. Hat alles seinen Charme. Also was mich sehr reizt, was mich persönlich sehr reizt, ist die Möglichkeit nicht zu haben, einen Quicksave zu machen. Also, dass man sich halt einen Kopf machen muss. Und ich mag auf jeden Fall diese ganze Bastelkram-Sache. Da stehe ich total drauf. Also ich würde nicht gerne ohne Kiss-Kiss spielen wollen. Und ich muss sagen, ich war ja vorher ein großer Verfechter von Tech-Life-Support.
Ich habe mich mittlerweile mit der Habitation ganz gut angefreundet, ehrlich gesagt. Das hat mich am Anfang alles noch ein bisschen gewurmt bei USI Live Support, aber ganz ehrlich, also ich habe erst gedacht so, oh, Supplies ist ja alles so einfach, aber am Ende ist Supplies natürlich das gleiche wie Wasser, Strom, bla, alles zusammengefasst, also Wasser, Sauerstoff, bla bla bla. Von daher ändert sich da nicht viel und ich finde diesen Habitation-Part eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich finde den tatsächlich relativ cool. Weil er einem, also du kannst halt nicht Kerbals, also das geht ja mit Tech Life Support trotzdem noch. Du kannst halt nicht mehr Kerbals in eine kleine Dose quetschen und sagen so, ja, passt schon irgendwie. Die werden da schon irgendwann ankommen. Sondern du musst dir halt echt einen Kopf machen. Wie du den Jungs so einen längeren Flug auch so weit versüßt, dass sie da Bock drauf haben. So, jetzt müsste hier im Moment ein Docking stattfinden, hoffe ich. Irgendwas passiert. SAS aus. Wildes Gewinke und küsst euch. Los. Wir haben eine Eheschließung. So, 1600 Delta V, das passt ganz gut. Dann können wir nämlich den Firlefanz hier abschalten. Shutdown. Shutdown. So. Und dann haben wir hier jetzt nämlich. Delta V zur Verfügung. Sehr gut. Lasst uns das Teil nach Minmus rausschießen. Dann, während das unterwegs ist, können wir uns um die anderen Probleme kümmern. Das, bevor wir es nachher vergessen, können wir hier mal die Tanks nochmal nachbefüllen. Dann ist das schon mal geklärt. Und wir haben noch ein paar mehr Delta V in der Landeeinheit drin. So, fürs Shuttle ist jetzt alles gerade ein bisschen doof, aber das Shuttle hat genug Kapazitäten, um jederzeit wieder zur Raumstation zurückzukommen. Und ich glaube, Jebediah schockt das nicht gar so sehr. Aber wir beeilen uns, dass wir Jebediah nicht allzu lange in the Void lassen. So, Set as Target. Können wir probieren, in einer halben Stunde von hier zu starten, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu spät. Bisschen. So. Manöver schon eingeplant. Jetzt gucken wir einmal kurz, dass das Shuttle in einem Orbit sich befindet. Sollte es eigentlich, aber ich würde es ungern abstürzen lassen mit Jebediah, indem es ihm gut geht. Jopp. Jebediah geht es hoffentlich auch gut. 142 Tage Essen. Ihm ist eh alles egal in der Viper. 355 Tage HAP. Also der wird jetzt mal 2, 3 Tage warten können, bis wir soweit sind. Okay, das sieht gut aus. Das heißt, wir können unseren Transfer nach Minmus tatsächlich starten. Und dann gleich die Raumstation erweitern einmal, damit das ordentlich ist. Ordentlich, ordentlich. So, wir wollen gerne weiterhin von hier steuern. So. Und Burn ist ungefähr 2 Minuten lang. Das heißt, Warp hier. Guck mal, begleitet vom Shuttle und der Raumstation. Ein bisschen im Auge behalten, dass wir hier niemanden rammen. Aber das sieht alles noch gut aus. Okay, die Raumstation ist echt fies nah rangekommen zwischendrin. Aber jetzt verdünnisieren wir uns gleich. Wolltest du nicht noch ein paar Leute mitnehmen?
Wollte ich das? Eigentlich den Ingenieur habe ich mit den Wissenschaftler habe ich mitgenommen. Ich glaube in dem Flug tatsächlich nur den Wissenschaftler, weil den Ingenieur und so weiter habe ich schon unten. Aber die können mit dem Shuttle nachkommen. Das ist nicht so wild. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube tatsächlich, dass hier nur der Wissenschaftler mit sollte wegen dem Surface-Experiment-Zeug, damit wir anfangen können zu arbeiten. Wenn nicht, hole ich die mit dem Shuttle nach. Dafür ist es ja da. So, nochmal sicher gehen. Control from here. Jawohl. Gut. El Transfero Stageo macht sich bereit für ihren Einsatz. Und los geht's. Gucken, dass wir das Shuttle nicht abschießen. Nee. Du hast nochmal alle winken. Wir verlassen die Kerbin Space Station. Haben uns dort einen kleinen Tracker, einen Space Tracker ausgeliehen, der uns nach Hause bringt. Wir winken auch nochmal Jebediah in der Viper, der da vor sich hindriftet, weil er gerade nichts zum Andocken hat, weil wir es ihm geklaut haben. Aber keine Sorge, Jeb. Auch an dich ist gedacht. Wir kommen gleich mit Ersatz. Was? Dieses Protect-Teil in der Mitte? Was macht das? Das ist ein Probe-Core, mit dem kann ich steuern. Und ich mache jetzt einfach, dass ich in diese Richtung gucke beim Steuern. Also wenn ich sage Control from here, weil der so rum aufgebaut ist, sieht man an der Beschriftung, kann ich das Manöver in diese Richtung besser kontrollieren. Weil wenn ich jetzt sage Control from here, ist alles genau falsch rum. Und genau falsch rum fliegt sich im Regelfall total beschissen. Man kann Control from here bei Cockpits, Probe Cores und Docking Ports, glaube ich, sagen. Falls es noch andere Teile gibt, gibt es bestimmt irgendjemanden, der das im Chat weiß und gleich eh noch reinschreibt. Genau, und ansonsten, wenn ich keine Piloten hätte, wäre es auch ein Pilotenersatz, solange es eine Funkverbindung hat. Dafür ist dann diese Antenne gut und Strom und bla und tralala. Aber jetzt ist einfach nur dafür da, dass ich in diese Ausrichtung fliegen kann, weil das sonst alles ein bisschen eigenartig wäre. Jo. Also eigenartig zu steuern, weil es genau andersrum wäre. Oh, das ist aber auch ein etwas übertriebenes Manöver. Naja. Wir haben es ja. Wir haben es ja. So, hier können wir aber auch mal wieder unsere Solarpaneele ausfahren. So, und jetzt ein bisschen langsamer machen. Map auf, gucken, dass wir sauber treffen. Du. Ah, ein bisschen abgewichen, ne? Abigela abgewichen. Hm, müssen wir gleich eine Mitkurs machen. In, naja, ein bisschen weniger Minuten. Quasi gleich. 4 Minuten, zack. Ne, das war der Mond. Warte. Doch, da ist er. Da ist er. 83, bla bla bla. Jo. Okay. Und feuerfrei. Na komm, gib mir mein blödes Encounter. So, die Vögel machen dann bitte ihren Bremskram in 4 Tagen. Ups. So, dann packen wir uns das in die Alarmglocke, damit wir es nicht verpassen.
So, und dann können wir jetzt das Raumstationsmodul bauen. Dafür gibt es nochmal ein kleines Looky-Looky an die Raumstation. Also einfach nur, um sicher zu gehen. Ja, dann halt dahin, ist mir egal. Dann schalten wir halt von da um zur Raumstation. Ist auch okay. Also ich bin mir zu 99,99999 sehr viele 9 Prozent sicher, dass da ein Construction Port dran ist, aber ihr wisst ja, wie es ist. Lieber einmal gucken. Kann ich nicht. Lieber einmal gucken, als zweimal zu fliegen. So, also Plan ist jetzt, hier hinten die nächste Erweiterung ranzubauen. Ich würde einen Vierer-Node machen, und zwar zwei Docking-Nodes mit Construction-Ports, damit wir erweitern können, und einen in die Länge auch mit Construction-Port und zwei normale Ports als tatsächlich Docking-Base, vielleicht mit einem kleinen Ausleger, damit sie ein bisschen weiter draußen sind. Okay, also ist ein Construction-Port, alles ist super, und wir nehmen in diesem Modul dann natürlich auch nochmal ein bisschen adäquate, wie soll ich das sagen, Stromerzeugung mit, die diese Station vernünftig versorgen kann. Wie genau das aussehen kann, gucken wir uns gleich an. Da wird jetzt kurz mal gebastelt. Vielleicht auch ein bisschen länger. Mal gucken. Ja, Zeit. Und die anderen Vögel sind jetzt 4 Tage unterwegs. Dann müssen sie uns nicht nerven. Ich hoffe, dieses Landeding funktioniert überhaupt. Dieser Minmus-Länder. Ich habe so das ungute Gefühl, ich muss den nochmal kurz aufmachen. Irgendwie habe ich mich da verkalkuliert? So, guck mal, ich habe doch, das ist doch der Gerät. So, der Gerät hat auf Minmus eine Thrust-Weight-Ratio von 1,45 in voll. Naja, gut. Bombastisch ist anders. Und voll beladen hat er noch eine Thrust-Weight-Ratio von 1,03. Kann gerade so starten. Na gut. Kann man so machen. Das fassen wir nochmal kurz zusammen. Wenn das alles so funktioniert, ist okay. Wird funktionieren, aber ein viertes Triebwerk wäre wahrscheinlich kein Verbrechen an der Menschheit gewesen. So, fertig spekuliert. Gut, wir wollen ein Raumstationsmodul bauen. Dafür möchte ich einen Konstruktions-Docking-Port als Start Part haben. KSS Power Dock Docking. So. Gut. Ja, 4 fliegen natürlich auch stabiler, weil es nicht so ganz tüdelig ist. Also kann man alles so machen. Wie gesagt, kann man aber auch nochmal drüber diskutieren, ob das, wie gesagt, war nicht ideal. Sehe ich ein. Ich gelobe Besserung irgendwann mal. Verdammt, wo hatte ich das Zeug? Colonization? Ja, gut geraten. Zack. Guck mal, wie raumstationmäßig das jetzt wird. Multihub, nee. Inflatable Storage Module wäre natürlich auch nochmal eine Maßnahme. So, wir gehen dann direkt, deshalb hatte ich es so gemacht. Also hier kann man natürlich auch damit arbeiten. Dann braucht man das nicht, den Aufsatz. Aber ich würde gern wahrscheinlich... Sprache und Namen, das gleiche Gerät schon wieder. Ich würde gerne auf der Größe noch ein bisschen was anbauen, nämlich Batterien. Die haben wir ja jetzt nämlich, und das sollten wir mal in größerem Maßstab abfeiern. Einfach, weil wir es können. So. Kommt. Keine halben Sachen. Wiegt ja nichts. Ich finde, das kann man so machen, oder? So, wir brauchen ja nämlich auch Platz, um das Zeug wieder anzubauen. So. Wie viel haben wir jetzt hier? 64.000. Na gut, 64.000 ist vielleicht ein bisschen viel. Wie viel hat eine? 4.000. Nehmen wir 10 mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abgerutscht. Ein zu viel.
So, 40.000. 40.000 Strom. Dann machen wir hinten wieder dicht. Ja, ich will das nicht nächstes Mal wieder machen. Deshalb mache ich es jetzt diesmal ordentlich. Na? Wie Yin vorhin schon... Oder wer sagte das? Doch, ich glaube, Yin sagte das. Wer billig baut, baut zweimal. Deshalb machen wir es jetzt gleich ordentlich. Denn ich stimme ihm da prinzipiell zu. Wir haben jetzt die Möglichkeiten. So. Überlegung wäre jetzt zu sagen. Wir machen zwei Ausleger seitlich raus mit Construction Ports. Gut. Zwei. Nee, das soll ruhig wie ein weiteres Modul aussehen. Das sind ja dann immer noch zwei Module, die zusammengeschweißt sind, aber es soll ruhig wie das nächste Modul aussehen. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Einen der anderen Blöcke nehmen. Ah, wir könnten natürlich Part Count niedrig halten. Mal, was erreichen wir denn, wenn wir das Ding hier... Dann hätten wir nämlich nur ein Part. Geil. Guck mal, dann nehmen wir doch das da. Das sieht A ein bisschen cooler aus und B sind es statt 10 Parts ein Part. So eine Raumstation leckt ja auch so schon mehr als genug. War das die Überlegung, TJ? Habe ich das richtig verstanden? Ah ja, jetzt hast du es auch geschrieben, hast du weniger Parts, genau. Ja, ich hatte den ersten Satz gelesen und mir schon gedacht, dass du darauf hinaus willst. Mhm. So, jetzt wäre noch die Überlegung... Ah, wisst ihr was? Da können wir gleich noch ein bisschen was Cooles ranbauen, wenn wir es schon machen. Wartet mal. Was haltet ihr denn davon, wenn wir die Verlängerung für das Andocken... Die... Nicht witzig. Direkt noch mit sowas verbinden. Wir sagen, also ich will ja die normalen Docking-Ports, dass wir so eine kleine, ich sag mal, wie soll ich das nennen? Wohneinheit haben, an die man andocken kann. Wo man dann gleich sein kleines Zimmer beziehen kann, um sich mal, was weiß ich, Pipi zu machen oder was auch immer Astronauten dann so tun. Wenn sie da angedockt haben. Und die dann zu versehen mit entsprechenden Normalo-Docking-Ports. Habitation Ring habe ich, glaube ich, noch nicht. Meine ich. Ich meine ihn noch nicht zu haben. Genau, Wartebereich, Dockingbereich, was auch immer. Was ist los bei dir? Los. Zack. Zack. Nee, die haben auch kein Habitat. Haben sie nicht. Haben sie, glaube ich, auch wirklich nicht. Mir geht es einfach nur darum, ein bisschen Platz noch zu haben. Weil die Dinger kann ich nicht klein skalieren, glaube ich, oder? Ich nehme alles zurück. Wir könnten natürlich... Kann man die Dinger auch klein skalieren? Und dann sind die natürlich geiler, weil die ein kleines Habitation mitbringen. Ah, lass uns doch klein skalierte Nupsi-Dinger nehmen. Schöner Einwurf. Es gibt einen anderen Habitation Ring, aber der kommt echt fies später. Also es gibt vom Tundra-Set gibt es dann was. Wartet mal. Ist der untere Hub nicht ein bisschen nah am oberen? Der untere Hub ein wenig nah am oberen? Verstehe ich nicht. Yes. Oh ja, das mag mir gefallen, glaube ich. Guck mal, das sieht doch professional aus. Und jetzt können wir das eigentlich noch direkt hier hinten duplizieren. Abstand beim Docken mehrerer Schiffe. Ihr meint jetzt das hier, aber das können wir mal durchexerzieren. Also so ein typisches Raumschiff ist ja ungefähr
ich sag mal, so von der Breite her. Guck mal, das geht schon. Das kann man machen. Ich hänge da mal noch einen Tank ran. Wenn da jetzt natürlich ein Raumschiff mit Überbreite kommt, dann muss halt ein bisschen was freigemacht werden. Aber guck mal, das traue ich mir zu, dass die so nebeneinander andocken. Guck mal. Düt-düt. Düt-düt. Kann man alles so machen. So, die lasse ich mal... Also das hier ist jetzt nur Annahme üb, ne? Nicht verwundern oder sowas. So, jetzt kommt der coole Scheiß. Oh, ich habe schon wieder Scheiß gesagt. Ärgerlich. Wartet mal, die drehen, ne? Habe ich Dinger, die nicht drehen? Non-tracking Solar Panels because of Ineffektivness. Docking-Ports kreuzen, aber ich baue da ja auch weiter an. Also an den Ports soll ja weitergebaut werden können. Deshalb, da kommen auch Module hin. Das heißt, das nutzt uns nur eingeschränkt viel. Lass mal kurz was gucken. Eins nach dem anderen. Der Träger in der Mitte ist kein Weltraumschrott, der erklärt sich gleich noch. Das war ein bisschen viel. Das ist noch viel zu viel. Zack. Das Problem ist, wenn die anfangen zu tracken. Ne? Also so wäre es okay. Ja, ja, das Panel dreht natürlich potenziell. Damit wird es gefährlich. Aber so sieht's doch okay aus. Nehmen wir jetzt mal an, irgendjemand, sagen wir mal ich, würde hier jetzt noch Sachen dran bauen. Ups, das war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Hier, zack. Wir bauen da noch ein Modul ran. Düdüp. Ah, Drehradius. Schwierig. Okay, also da auf jeden Fall schon mal keine Solarpaneele dazwischen stecken. Was spricht dagegen, es länger zu machen? Mehr Parts spricht dagegen, es länger zu machen. Aber wir könnten tatsächlich eine Batterie einfach noch dazwischen stecken. So. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit zu sagen... Relativ mittig. Jetzt können wir das nämlich ausmessen. Zack. Jetzt können wir auch gucken, wie weit wir gehen können, bevor es kritisch wird. Ah, genau. Und so ein Solarpanel muss dann halt eingefahren werden, wenn... Das würde nämlich heißen, also wenn das mit denen hier passt, heißt das nämlich auch... Dass es passt, wenn ich hier ein weiteres Dings anbaue. Plus 45 Grad Drehenreserve. Hä? Ach so. Ich glaube, ich habe es verstanden. So.
Das können wir eigentlich sogar viermal tun. Oder? Es spricht ja eigentlich nichts dagegen. Zack. So, ja, so wird ein Schuh draus. Man kann ja dann die Sachen sicherheitshalber einklappen, wenn Dockings stattfinden. So, dann haben wir vier große Solarpaneele, echt viel Strom-Dingsbums. Und jetzt überlege ich gerade noch, ob wir noch so verwegen sind. Wir haben da oben noch Fuel, ne? Wir packen da, glaube ich, noch. Wie viel erzeugt so ein Fuel Cell Array? Vielleicht sogar mit einer Action Group. Hey, dafür habe ich mir All Your All nicht installiert, dass ich Action Groups benutze. Das war nicht der Deal. Inputs: Liquid Fuel und Oxidizer. 002 pro Sekunde. Outputs: 18 Sekunden. Ja, das Problem ist, dass so diese in. Also, das Problem kam jetzt auf mit dem Shuttle, Kitty, weil der MK2 Inline Docking Port, also den man so aufklappen kann, der so ein Shuttle-Bauteil ist, der ist halt ein Docking Port. Ne? So. Aber eigentlich kann man den skalieren. Die wichtigen Sachen kann man aber nicht skalieren. Ärgerlich. Na gut. Gut. Dann hätten wir das doch. Das wäre also Le Modul. Le Modul wird jetzt mal in Le Ferring verpackt. So. Payload. 335 passt ganz gut, würde ich sagen. Zack. Inflatable Lager. Ja, nein, vielleicht. Macht das Sinn? Was könnte man da lagern? Ich glaube, das bläst das Modul zu sehr auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, hier soll kein Sprit gelagert werden. Also auf der Raumstation. Lasst uns mal dabei bleiben. So. Genau, mal irgendwas unter 30 Tonnen, da kann man auch mal mit arbeiten. So, please scale up. Thank you. Please. Fällt mir gerade mal ein. Ich muss da noch irgendwie was zum Steuern reinbauen. Zop. Zop. Lass uns doch das lustige Terrier ein bisschen hochskalieren. Warte mal, das hat in groß 143. Das hat in groß 1,5. Okay, dann nehmen wir das. So, 1500 Delta V sollten ja wohl locker flockig ausreichen, um das Ding anzudocken. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Probe Core, der das Ding dahin fliegt.
Ich habe immer noch nur diese Gammelprobkost. Was mache ich eigentlich wissenschaftstechnisch? Außer nix. So, wartet mal. Strom brauchen wir für das Teil. Ja doch, wenn es nachher wegdockt. So, zack. 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 Wollen wir das rausnehmen? Wartet mal, dann können wir einen großen Ring nehmen. Zack, zack. Und können den Autopiloten des armen Mannes einbauen. Mhm. Und wenn wir jetzt noch das Clipping vermeiden wollen, guckt mal, passt mal auf. So, dann steckt unsere Antenne nämlich nicht im Dach drin. Und wir nehmen 4 von den Kloppern hier mit. Das reicht auch strommäßig völlig aus. So, und Fuel Tanks. Hopp. Bisschen Monoprop. Und designtechnisch ganz wundervolle, flach angehauchte RCS-Ports für Stocking. So, jetzt brauchen wir dann, um das Ganze zu drehen, noch ein Reaktionsrad. Oh. Lass es uns da drin verstecken. Passt das noch? Ja, genug Puffer gebaut. Sehr schön. So, zack. Antenne, Antenne, Antenne. Kommunikation. Und dann bitte ein Decoupler. Auf die passende Größe. So, dann machen wir es uns heute ganz einfach. Mal gucken, ob uns das eventuell sogar schon reicht. Wir haben ja nicht so ein hohes Gewicht zu transportieren diesmal. Zack. Atmosphärik. Na, es reicht nicht ganz. Na gut, dann kriegst du eine. Dann kriegst du eine Upper Stage, aber nur weil du schon mehr gebettelt hast. Die Upper Stage. Jawohl. Und dann kriegt er eine normale Stage hinterher mit einem großen Skipper, den wir hochskalieren. Schwupp. Und dann haben wir auch genug Schub. So, damit haben wir 1,57 beim Start, haben insgesamt 5200 Delta V, also reicht völlig aus. Zack, 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 zack. So. Na? Clamshell. Flossen. Ohne Flossen geht hier gar nichts. Und wer groß fliegt, fliegt auch mit großen Flossen. So viel Zeit muss sein. Ups. Man sollte Shift natürlich auch gedrückt halten. So. Das ist ein bisschen asymmetrisch. So sieht besser aus. Gut, und dann gibt es noch eine kleine Startrampe hinterher. So. Und damit wir nicht umsonst fliegen, jetzt müssen wir mal gucken, ob irgendwas davon Inventory hat.
Hervorragend. Sowas von hervorragend. Das habe ich an der Min-Muster. Ich bin ein bisschen paranoid geworden. Ich habe nämlich mal ein Inventory ja auch benutzt, was dann gar nicht existiert hat. Ich gehe jetzt einmal kurz an der Min-Muster-Station gucken, ob das dieses Inventar in der Benutzung dann auch noch tatsächlich existiert. Weil dann können wir da oben so viele Docking-Ports einlagern, wie uns langweilig ist. Ja, genau. Ich will da Docking-Ports reinpacken ins Inventory. Und anderen Firlefanz. Aber ich will einmal nachgucken, dass es dieses Inventory auch wirklich gibt. Minmus Space Station. Da habe ich diese Bauteile doch im neuen Modul verwendet, meine ich. Macht es nicht Sinn, einen Tank in die Station einzubauen? Ja, früher oder später vielleicht. In diese Station jetzt nicht so sehr wie in die Minmus-Station. Ich zeige euch jetzt mal die Minmus-Station. Die ist ja tatsächlich als Refueling-Station. Also das wird mein, wie nennt die NASA das? Outer Space Gateway. Also das hier ist quasi die, die Minmus-Raumstation. Hier seht ihr auch, sehr schön, Inventories gibt es tatsächlich. Okay, cool. Das heißt, hier können wir tatsächlich mitarbeiten, mit diesem Inventar. Hier ist neben dem, also hier sind jetzt Erweiterungen dran, um Konstruktionen anzubauen. Hier könnte man auch so ein Modul dann mal herschicken. Tatsächlich, um noch mehr Docking zu erlauben. Das hat im Moment halt einfach hier einen normalen Docking-Port, wo angedockt wird. Das könnte auch so ein Docking-Modul vertragen. Und das hat ein Inflatable Storage Module, in dem wir Liquid Fuel und Oxidizer ein... Docking-Lampen? Ja, aber ich möchte jetzt Docking eigentlich... Also ja, wir könnten noch Docking-Lampen im Sinne von Beleuchtung anbringen. Das ist eine schöne Idee, aber nicht so Strahler. Das ist... oh, Fiepsen? Ja. So, und dann sollte das Fiepsen wieder in Ordnung sein, normalerweise. So, es wird echt Zeit, dass mir neu... Ich habe mir schon ein neues Mikro ausgesucht. Es ist, ich muss nur noch mal meinen Arsch bewegen und es bestellen. Also eure Spenden oder Abos werden gut angelegt. Neues Mikro ist schon ausgesucht, damit das mit dem Fiepen endlich mal aufhört. Weil ich glaube, das hier hat es echt hinter sich. Das kann ich dann verlosen, original gezeichnet an jemanden, der ein fiependes Mikrofon braucht. Genau, hier ist auf jeden Fall das Inflatable Storage Module dran. Später, also im Moment noch mit dem Pendlerschiff dann, später so gedacht, ja doch, ich muss meine Maus bewegen, Jens, ist das so gedacht, dass eventuell das sogar über dieses Planetary Warehouse funktioniert, dass das von oben hoch, unten hoch übertragen wird. Müssen wir mal gucken. Jo. Gut, deshalb hier ja, bei uns nein. Zurück zum Space Center. Wir bauen noch ein bisschen Licht an und dann ist gut. Was? Ich muss mit dem Arsch die Maus bewegen? Nein, die Maus muss ich Discovery, nominal Miko, Ohms 1, not required. Mit der Hand bewegen. Selbstlose, vielen lieben Dank. Ich resette natürlich auch ohne Bits spenden das Mikrofon. Das ist keine Erpressung oder so. Aber vielen lieben Dank für die 100 Bits an den Senfsoße. So, weitergebaut. Dockinglichter. Dockinglichter ist ein schönes Argument, finde ich. Windsailer hat sich gestern mit dem Warehouse beschäftigt, später im Discord. Ja, kannst mir gerne mal schreiben. Ich werde heute wahrscheinlich nicht vorbeikommen, weil ich vermute mal, also erstmal muss ich, wenn ich hier fertig bin, Essen kochen gehen. Und ich vermute, wenn ich damit fertig bin und gegessen habe zusammen mit meiner Frau, wird meine Frau darauf bestehen, dass wir... noch 7 Days to Die spielen. Wo ist es denn jetzt? KSS. KSS Power Docking da. Also, aber schreibt mir das gerne mal und dann können wir auch gerne mal drüber diskutieren, wenn ich mich irgendwie dumm anstelle und das nicht begreifen sollte. So, Bob. Lasst uns doch die schwachen Scheinwerfer nehmen. Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Und zwar aber so, dass wir mit denen die Docking-Ports anleuchten von unten. Ups.
So. Jetzt drehen wir die guten Jungs noch ein bisschen nach oben. So, dann sind nämlich beide Docking Ports, also die wirklichen Docking Ports, angeleuchtet. Ich würde jetzt ungern die Indicator Lights hier draufsetzen, also das geht wahrscheinlich. Ne, sieht auch blöd aus. Geht auch nicht wirklich gut. Ach so, könnte man natürlich noch tun. Wartet mal. Das ist witzig. Zack. Zack. So, und dann ist das hier. Mode. Blinking, jawohl. LED-Status on ist hier grün, jawohl. Mode, blinking, LED-Status on ist hier rot. Oh yeah. Guck mal, dann im Anflug sieht man dann quasi die LEDs blinken. Können damit sogar Spiele spielen wie, wenn es grün blinkt, darfst du docken, wenn es rot blinkt, verpiss dich von meinem Dockingport. Rotes Blinken, grünes Blinken, sehr schön. So, und die anderen lassen wir natürlich frei, das sind ja Construction Ports. So, check. Jetzt kommen die Sachen, die wir noch mitnehmen wollten. Wir hatten ja gesagt, das Inventory funktioniert. Das ist eine gute Sache. Weiß ich nicht, wir haben sehr viel Inventory. Ah, da sind sogar Seats drin. Geil. Kann man sogar Leute reinsetzen. Es war auch so klar, dass sich da schon wieder irgendein Körbel reingestohlen hat. So, wir nehmen mit ein paar Docking Ports, damit wir da oben mal fertig bauen können. Zack. Und wer weiß, was das Leben mal bringt. Ach ne, zu groß, okay. Oh, die sind aber riesig, die Dinger. Okay. Lasst uns vier Dockingports, lasst uns drei Dockingports mitnehmen. Alles klar. Und, lieber Tollfuß, auch wenn es hier nicht angezeigt wird, vielen lieben Dank fürs Hosting und die 12 Zuschauer, die du damit rüber schiebst. Ich freue mich. Ach doch, im Chat wird sogar angezeigt, aber im Overlay nicht. Eine Hupe. Ne, ich glaube, eine Hupe gibt es noch nicht bei KSP. So, jetzt bin ich raus. Ja, Docking Ports. Brauchen wir noch irgendwas anderes, was wir unbedingt mitnehmen sollten? Ich gucke mal bei den EFA-Items rein. Ich glaube, ein paar Fuel-Kanister schadet nie. Nachdem ich jetzt auch rausgefunden habe, wie man die nachfüllt, schaden sie umso weniger. Für Extended Missions. So. Ein paar Ersatzschraubenzieher wahrscheinlich auch nicht. So. So, und dann nehmen wir auch hier nochmal ein paar Docking Ports mit, falls einfach Leute bei uns ankommen. Ersatz-Solarsegel. Auch ein schönes Argument. Ich befürchte nur, dass die da nicht reinpassen werden. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Da können wir tatsächlich ein paar mitnehmen, weil wir dann... Ich würde gerne die anderen alten Solarpaneele auch nach und nach abbauen. Lasst uns das einfach mit Solarpaneelen befüllen. So, wie viel passt hier noch rein? Kriegen wir hier vielleicht noch Solarpaneele dazu gesteckt? Dann können wir nämlich den ganzen... Ich würde den Part-Count halt mal deutlich reduzieren wollen. Und da kann ich die ganzen kleinen Solarpanels dann abbauen. Eine Sache, die mich jetzt gerade noch so ein bisschen... Ich werde jetzt doch noch eine kleine Änderung vornehmen. Tut mir leid. Logistics. Und zwar einen Material Kits Tank mitnehmen. Und Nasradam, vielen lieben Dank für die 5 Euro fürs neue Mikro. Ich gelobe es heute Abend zu bestellen.
Dann ist es hoffentlich bis nächste Woche da. Dass wir hier ein bisschen Material Kits auffangen können. Dann kann ich nämlich hemmungslos da draußen den Kram zerlegen. Gibt uns auch nochmal ein bisschen mehr Abstand für die Solarpaneele. Gibt uns folgenden Vorteil. Wir können die Solarpaneele noch größer skalieren. Ist das nicht geil? So. Haltet mal. Vielleicht können wir jetzt auf die 200% gehen. Ist ein bisschen arg mutig, glaube ich. Aber 150 ist drin. Ach, kommt. 170? Ja, 170 müsste gehen. So. Bisschen Fertilizer. Ach, Fertilizer habe ich noch einen riesen Tank oben. Alles ist gut. Fertilizer wird kein Stress. So, jetzt muss ich einmal Edit Fairing sagen. Denn ich habe eine kleine Anpassung gemacht. Also wir bauen es nicht komplett neu. So. Genau. Im Inventar sind die Paneele nicht skaliert. Ja, das... Zack. Und danke für den Hinweis mit der Trust Weight. Sieht aber alles gut aus. Ist immer noch bei 1,53 Atmospheric. So. Jetzt... Was ist das? Was liegt da rum? Ein Electric Screwdriver. Meine Güte. Einfach alles in der Fab rumschweben lassen. So. Drehradius. Die Paneele werden auch länger. Wenn die Dinger sich waagerecht drehen... Ich verstehe eure Argumentation und möchte sie gerne prüfen. Ja, den Clipping-Radius wollen wir dann natürlich nicht. So haut es genau hin. 120. Okay. Gut. 120%. Jo. Gut. Sehr schön. Dann... 287.000 für das neue Space Station Modul. Ich guck mal kurz, ob ich zufällig Glück habe und ein Vertrag da ist. Sowas wie, bring Batterien zur Kerbin Space Station. Das würde sich jetzt echt anbieten, dafür Geld zu bekommen. Wenn nicht, kriegen wir bestimmt Geld für Massive Scale Launches. Ist aber viel. Repair a faulty power module. Hey, hey, gib mir das zurück. Was ist wiedergekommen? Evacuate Kerbin Space Station. Ich denke nicht. Warum ruckelt das hier gerade so rum? Sekunde mal. Irgendwas ist gerade komisch. Nochmal. Ob du mich ärgern willst, habe ich gefragt. Do a supply run to Kerbin Space Station. Eine Einheit Supplies. Krieg ich hin. Er will mir einfach diese Mission nicht geben, weil das mit dem Repair a Faulty Power Module, das hätte mich jetzt zumindest mal interessiert, was er da genau von mir möchte. Aber den könnte er haben. Zack, den können wir nebenbei erledigen. Ja, okay, also es ist zumindest eine Dings. Genau, wir nehmen einen Schokoriegel mit.
Also wir schrauben jetzt einfach außen so ein kleines Supply Bag ran. Das können wir später wieder abbauen. Es geht nur darum, dass wir Supplies mit dabei haben. Denn dafür gibt es dann einfach mal stumpf 50, 60.000, was waren's? Und zusammen mit Massive Scale Launches sollte das dann die Mission halbwegs. Also hier, das Riesenteil nehmen wir mit. Und ich baue es hier dazwischen, aber symmetrisch. Aus Gründen. Damit es uns nicht außer Balance bringt. Hahaha. So, nochmal prüfen, ob sich hier kein Köbel reingeschlichen hat. Alles ist super. Ach, wie viele Leute können da drin sitzen? Ja, da passen trotzdem noch vier in den runterskalierten Container. Ah! Okay. Antenne haben wir, RCS haben wir, alles haben wir. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal eine Rakete. Das hat lange genug gedauert. Wir wollen ja auch noch dieses Modul zur Station bringen und nicht nur darüber reden, was wir alles tun wollen, sondern Strom soll uns gegeben sein. Dann können wir gleich den Part-Count mal wirklich reduzieren. Genau, 1,2 Millionen Schokoriegel. Echt, haben wir 1,2 Millionen? Nein, das waren 122.000, oder? Wir haben noch nicht 1,2 Millionen ausgegeben. War die so teuer? Macht mich nicht schwach. Nee, 200.000 oder so. Was ist hier los? Duna Probes. Nobody cares. So, Dip, 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 dip. Da ist L Raumschiff. Also muss da auch L Space Station sein. Ah, jetzt hat die wieder dieses. Ist mir egal. Gib mir. Dann gib mir die Viper. Gib mir irgendwas. Set Target. Immer wenn die so ein Häkchen oder so einen Rahmen darum kriegen durch eine Mission, muss man die nämlich ganz genau, falls ihr das auch mal habt, so am Rahmenrand treffen. Dann kriegt man die irgendwann. Aber ich habe jetzt keinen Nerv zu. Die Viper ist exakt genug für den Anflug. Nein, jetzt hat er die Viper wieder rausgenommen. Korobirne, vielen lieben Dank für den Glückwunsch zu den 1000 Followern. Ich bin auch sehr happy, dass das geklappt hat. Und jetzt wäre ich sehr happy, wenn ich dieses komische Ding. Ah, ist noch gesettet, alles klar. Gut, dann. Zack. Warten wir auf den richtigen Moment zum Starten. Dum, dum, dum. Ich meine, das waren 200.000. Ich meine, das waren irgendwie 100 bis 200.000. Also 1,2 Millionen, da wäre ich jetzt pleite. Ich glaube, ich hatte nur 1, irgendwas. Und ich habe jetzt noch 900k. Das habe ich auch erstmal geguckt. Also ich würde eher so von 200 blablabla, hoffe ich. So. Gut. Warten wir, warten wir, warten wir. 270.000. Ja, okay. Also ich gehe davon aus, dass wir 100.000 durch Massive Scale Launches zurückbekommen und nochmal 50, 60.000 durch die Mission oder 70.000 insgesamt. So, bei 200 Kilometer können wir langsam mal starten, denke ich. Das heißt, wir sind dann letztlich mit ungefähr 100.000 Kosten dabei, was für ein neues Raumstationsmodul echt okay ist. So, feuerfrei? Fragezeichen. Spricht irgendwas dagegen? Ja, und das zu. Und los. Wir fliegen. Wer hätte das gedacht? Dass das heute noch stattfindet. So. Ich lasse ihn selber seinen Gravity Turn machen. Das kann er eh besser als ich. Und halte ihn erstmal so für den Anfang auf 1,5er Thrust Weight. Also darum kümmere ich mich, ihm immer mal wieder Schub rauszunehmen, wenn er sich selber ein bisschen zu viel gibt, weil, naja, das Fuel halt rausbrennt. So, Ziel ist, dass der ganze Schlodderschlunz hier knapp vor uns landet im Orbit, damit wir es dann jagen können und aufschließen. Das ist zumindest der Plan. Strommäßig sieht es gut aus. Also ich denke, wir werden nicht mal die Solarpaneele ausklappen müssen. Wir haben irgendwie 100.000 Einheiten Strom, über 100.000 Einheiten Strom, die wir speichern können. Nie wieder Stromprobleme. An der Kerbin Space Station, dass ich das noch erleben kann. Und ich denke, wenn wir dann deshalb das Material Kits Tank-Ding, dann gehen wir mit dem Ingenieur, das machen wir heute noch fertig, noch raus und bauen diese ganzen kleinen Batterien, diese ganzen kleinen Solarpaneele. Das verschrotten wir alles zu Material Kits. Wer weiß, wofür wir die mal brauchen werden.
Da können wir in aller Ruhe arbeiten. In aller Ruhe. So, da sind wir. Sehr schön. So. Yellow Strom, nie wieder Stromprobleme. Ne, das hier ist grüner Strom, der kommt schließlich von den Kerbals. Was ich auch noch überlegt hatte, irgendwann mal, das muss ich mal irgendwann ausprobieren, hier unten eine große Reaktorfarm aufzubauen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Und einen geostationären Satelliten zu machen, der per Laserbeam diese Sachen bekommt und dann mit anderen Laserbeams auf andere Raumschiffe verteilt. Das ist auf jeden Fall, das ist in meinem Kopf, ist es schon entstanden. Das werde ich irgendwann mit euch ausprobieren. Ich habe, wie gesagt, keinen Schimmer, ob es funktioniert. Aber das wäre richtig cool. Dann könnten wir sehr leichtgewichtige Xenon-Raumschiffe und sowas bauen, die nämlich die Batterien nicht selber mitnehmen müssen, sondern einfach, oder die Stromerzeugung nicht selber mitnehmen müssen. Driften. So, wir gehen schubmäßig relativ niedrig an die Sache ran beim SEP. Ja, mich interessiert das auch, wie diese Laserbeam-Geschichten funktionieren, weil ich habe keine Ahnung, wie sie funktionieren, ehrlich gesagt. So. Driften. Zack. Okay, und ich würde sagen, wir können jetzt nämlich mal langsam und gesellig den Orbitalabschuss vorbereiten, dass wir jetzt gleich hier aufholen. Dafür präsentiere ich euch unser Raumstationsmodul und ich präsentiere euch weiterhin. Komm, bleib mal unten beim Arsch. Feuerfrei. Vollgas hinterher. Wir wollen das Ding nämlich nicht verlieren. Nee, dich wollte ich nicht. Tiefer, viel tiefer wollen wir fliegen. So tief jetzt auch wieder nicht. Meine Güte, also es fliegt wie der Backstein, den wir halt vorne draufgeschraubt haben. Ich glaube, ich meine nicht KSP Interstellar. Ich glaube, wir meinen unterschiedliche Dinge. So. Jetzt aber. Okay, 175 Kilometer. Noch steigend. Weil wir noch im Beschleunigen sind. Aber nicht mehr lange. Wir gehen jetzt nämlich auf einen schönen, niedrigen Spaßorbit. Gut, ich war kurz verwirrt, aber ja, das war auch so geplant offensichtlich. So. Jetzt bringen wir nämlich unsere Periapsis auf eine vernünftige Höhe. Von so knapp 70 Kilometer. Also erstmal 70 Kilometer und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt gibt es hoffentlich Massive Scale Launches. Ich hoffe, das volle Paket. Ehrlich gesagt. Ah, nur 40.000. Schade eigentlich. War nicht schwer genug. Na gut. Naja, es kann schon sein, dass die Beam Power aus dem Interstellar Mod kommt. Aber mir geht's jetzt. Da gibt es ja noch 1000 andere Sachen im Interstellar Mod. Darum geht es mir nicht. So, jetzt müssten wir theoretisch gleich so ein bisschen aufholen. Apo 125. Piri weniger. Schauen wir mal. So, wir sind niedriger, richtig? Wir sind niedriger. Oh, sehr schön. Nächsten Orbit haben wir sie. Und zwar relativ exakt sogar. Auf 3,2 Kilometer. Geiler Chaser-Orbit. Sehr schön. Ich hätte gedacht, ich muss noch was korrigieren, aber so erledigt sich das Problem von ganz alleine. Wir kommen auf 3,2 Kilometer ran. Mit nur 31,4 Meter Unterschied pro Sekunde. Also per Zufall einen super genialen Chaser-Orbit getroffen, der uns innerhalb von einem Orbit-Umlauf rantransferiert. War nicht berechnet, war Zufall. Also ich sag das auch ganz offen. Das heißt, wir sind fast über dem Kerbin Space Center.
wenn wir uns der ganzen Geschichte annähern. Sehr schön. So, jetzt ein bisschen vorsichtig hier. Ich meine, das ist mächtig großer Antrieb. Da wollen wir nichts übertreiben. Und wir können das Spritzeug, was hier drin verbleibt, natürlich auch noch zu großen Teilen umpumpen in die Station. So. Ach so. Ja, vielleicht sollten wir jetzt mal langsam anfangen, das richtige Target anzuvisieren. Okay, da sind wir nur auf 7 Komma dran. Ist nicht so wild. Ach so, das ist doch etwas ausgeprägter. Ja, keine Ahnung. Ich will es mir irgendwann mal angucken, wenn ich dieses die Laser-Variante davon habe, weil ich glaube, das Mikrowellentransfer ist nicht so besonders effizient, aber so Laser-Energietransfer stelle ich mir relativ spannend vor. So, ich bin jetzt auf 7,5 ran, also besser wird es jetzt eigentlich nicht mehr. Kann eher von Glück reden, dass es immer noch so gut ist. Vielleicht machen wir mal eher so 10% Schub. Jawohl, das sieht gut aus. Control from hier. Und Snap on. Damit wir schön sauber in einem netten Winkel einrasten dann. So, jetzt müssen wir noch 7 Kilometer überbrücken zur Station. Ich denke, das kriegen wir noch ganz gut hin. Und oh, 75 Zuschauer, Respekt. Respekt, wann habt ihr euch denn alle reingeschlichen? Seid ihr alle vom Tollfuß rübergekommen? Falls ja, willkommen. Falls nein, trotzdem willkommen. So, jetzt nähern wir uns der Raumstation weiter an. Und korrigieren das mal runter auf eine vernünftige Entfernung. So, 6,3, 6,2, 6 Kilometer ist. Hier 5, 3, 3, 5. Gut aus, ist aber wieder im Dunkeln, ne? Kriege ich ja wieder genial hin. Aber gut, wir können Licht anmachen. Ist nicht so, als ob wir es nicht hätten. 2, 3. Also ich versuche jetzt gleich mal in den hunderte Meter Bereich zu kommen, wenn wir schon mal dabei sind, weil jetzt habe ich sie relativ exakt und wir haben sehr viel Delta-V-Reserve, um Spielchen zu machen. Eins, 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 null. So, jetzt kommen wir in den hunderte Meter Bereich. 09, 08, 07, 06, 500 Meter. Okay, ich gehe jetzt mal Rito, damit wir das gleich bremsen können. Sieht doch alles ganz nett aus. So, guck mal, so sieht das dann übrigens aus, wenn das Ding im Vollbetrieb ist. Büb, büb, büb. Also man kann die Stelle, wo die Docking-Ports sind, auf jeden Fall nicht mehr verfehlen. Außer man ist rot-grün blind. Dann war das nicht besonders hilfreich. Aber das wird vorher ausgesiebt, hoffe ich, im Astronautenprogramm. Wer rot und grün nicht unterscheiden kann, darf halt nicht ins Weltall. Punkt. So. So, und das Anleuchten funktioniert auch relativ okay. So ein bisschen wie so vom Kino, diese Scheinwerfer. So war der Effekt auch gedacht. Also den Winkel hat es gut erwischt. Das hat auf jeden Fall was. Das hat auf jeden Fall was. Und Scramble, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Kerbonauten und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, ich muss jetzt mal anfangen zu bremsen,
damit wir da nicht zu schnell reingerasselt kommen. Ich gehe mal auf 40 Meter pro Sekunde erstmal runter, 1,3 Kilometer noch. Unsere beste Annäherung wird jetzt momentan 400 Meter sein, kurz über der Tag-Nacht-Grenze, das heißt, es wird gleich finster werden. Das heißt, die freuen sich bestimmt auch schon richtig auf eine Batterielieferung. So, wir reduzieren den nächsten Schritt. Ich kann das jetzt natürlich relativ gut kontrollieren, weil ich ein echt bösartig überpowertes Triebwerk habe. Und wir gehen auf 20 runter. Da kommt sie. Unsere sexy Space Station. Die gleich noch ein bisschen schöner aussehen wird. 10 Meter pro Sekunde. So. Und ich glaube, viel besser als das wird es wahrscheinlich nicht. Nee. Gut, die geht jetzt parallel zu uns und wir bremsen sie rein. Und reduzieren jetzt den Schub mal auf etwas weniger, damit wir hier keinen Blödsinn machen. So, und abgebremst bei 230 Metern. 232, okay. Wir wollen uns ja nicht mehr loben, als es anstandsmäßig okay wäre. So. Ja, witzig finde ich aber, dass die trotzdem noch mit den Downscaled Habs, dass die, also A, ist es sehr cool, dass es natürlich jetzt Habitation hat. B, finde ich es witzig, dass da trotzdem noch 4 Leute reinpassen. Ich hätte jetzt gedacht, der skaliert das dann auch irgendwie auf 2 Insassen oder sowas runter. Also das ist echt ein sehr kleiner Container. Ist aber egal. Also macht es natürlich für unsere Raumstation recht schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal. Was passiert, wenn ich so tue? Ich bin genau falsch rum. Alles klar. So, ich muss da hinten andocken. Das heißt, ich werde mich da jetzt auch mal hinbewegen. Also, erstmal Vorwärtsschub. Wir müssen nämlich noch 200 Meter überbrücken. Und weil es 200 Meter sind, können wir ruhig ein bisschen mehr Gas geben. So, 2 Meter pro Sekunde. Heißt, im Kopf überschlagen, wir haben 100 Sekunden Zeit. Und dann gebe ich ein bisschen seitlichen Druck mit unserem RCS-Triebwerken, damit wir rumdriften, während wir uns annähern. Einfach nur, weil es geht. So, was hier passiert? Ach so. Ja gut, was für ein blinkendes Spaßfest. Sehr schön. Passen nur skalierte Kamera rein. Was? Kinder? Kinder im Orbit? Jetzt wisst ihr, wo diese Gerüchte herkommen mit so, oh, habt ihr das schon mal gehört? Das hatte ich irgendwo mal gelesen. Total abgefahren. Es gibt irgendwie so eine Verschwörung, also es gibt ja echt abgefahrene Verschwörungstheorien, aber die hat selbst mich geflasht. Es gibt eine Verschwörungstheorie, die von der NASA offiziell auch dementiert worden ist, weil eine Anfrage kam. Darüber habe ich das nur mitbekommen, dass die NASA auf dem Mars Arbeitscamps mit Kindersklaven betreibt. Da habe ich auch gedacht so, ey, wie kaputt muss man sein, sich so einen Schwachsinn auszudenken. Ja, aber ja. Es gibt Leute, die sich um solche Sachen tatsächlich Sorgen machen. So, jetzt können wir ein bisschen die seitliche Bewegung rausnehmen. Ja, klang für mich auch total plausibel. So, und unser neues Ziel. Wupp, wupp, wupp. Ist dieser Life-Support-Tank, genau. Nein, dieser Docking-Port. Set as Target. So, bitte ausrichten. Danke. Okay, wir haben immer noch einen schönen seitlichen Drift, aber mein Vorwärtsdrift macht mich ein bisschen traurig. So, Höhe angleichen. Ich glaube, die Höhe sieht schon ganz gut aus. Ja. Wir sollten eher noch ein bisschen steigen. Monopropellant habe ich genug. Okay. Das sieht nicht aus wie 50 Meter. Das sieht aus, als ob wir schon viel, viel näher als 50 Meter wären. Völlig abgefahren. Da hinten ist das Shuttle. Okay. Wer passt denn auf die Arbeit? Wer passt denn auf die Kinder auf?
die Arbeit passt auf die Kinder auf. So, jetzt müssen wir ein bisschen bremsen, weil sich jetzt durch die Drehung natürlich unser Vorwärtsbewegungsvektor in einen seitlichen Bewegungsvektor ändert. So. Das sieht aber echt gut aus. Ah, guck mal, wie wir rumgeschlittert kommen. So, wir gucken ihm jetzt direkt über die Schulter. Mit Locked Mode. Ich liebe den Locked Mode mittlerweile, aber irgendwie hat er ihn umgestaltet dabei. Aim Camera. So, bin ich jetzt im Locked Mode mit der Kamera da drauf? Das wäre richtig geil. Ja, wir ziehen mit, glaube ich. Wir sind ein bisschen übergedriftet. Ist aber nicht so wild. So. Höhe sieht gut aus. Ach, und ganz ehrlich, der Snap ist mir aber eigentlich egal. Dock halt so an, wie du lustig bist. Ich würde versuchen, das ein bisschen mit den Dingern da anzugleichen, aber ansonsten. So, 22 Meter. Wir kommen rein. Und es wird dunkel. Pünktlich zum Andocken wird es dunkel. Aber wenn euch sowas mal passiert, hier spielt die Musik beim Docken. Hier unten spielt die Musik. Alles andere ist völlig egal. Wenn es dunkel wird, wird es halt dunkel. Dann dockt man halt im Dunkeln. Denn interessant ist nur der Navball. Das da oben ist für euch als Zuschauer. Das hier ist für den, der die Rakete fliegt. Irgendwas stimmt nicht. Warum bin ich so schnell? Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Ich bin viel zu schnell. Oh. Ich glaube, der Antrieb ist angegangen. Zum Glück war der Treffer so perfekt, dass es egal war. Ich glaube, ich bin irgendwie auf den Antrieb gekommen. Muss. Irgendwas hat mich auf einmal enorm geschoben. Aber es war so perfekt, dass er sofort angedockt hat und nicht diskutiert hat. Gott sei Dank war das so gut. Und guck mal, wie wenig das verschoben ist. Das ist auf die Länge der Station erkennt man es kaum. Geil. So. Wir haben auf jeden Fall genug Strom, um durch diese Nacht zu kommen. Power Speed Docking mit 2 Metern pro Sekunde. Ich meine, das sind ja nicht mal 10 km/h. Also ich bitte euch. Oh, Kaffee ist empty. Stream ist vorbei, Kaffee ist alle. Gut. Mission ist erledigt, würde ich sagen. Jawohl, 74.000 nochmal zurück. Das heißt, wir haben die Millionen wieder voll. Gut, sprach Knut. Oh, okay. Das könnte man auch als Fail interpretieren, aber ja. Ist ja alles nochmal gut gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Licht, es sieht schon gut aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wirkt. Ich freue mich gleich drauf, das Shuttle wieder anzudocken. Also wir machen das Umbauen und das Shuttle andocken. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, ich würde erst umbauen, einfach um den Part-Count runterzuziehen. Lasst uns... Haben wir noch einen anderen Ingenieur, der auch mal zum Einsatz kommen kann? Waldhock ist auch ein Wissenschaftler. Thomas ist ein Farmer. Wird hier wenigstens gearbeitet diesmal? Ja, wenn ich euch nochmal erwische, wie ihr nicht arbeitet, ey. Freunde. Biologin? Nee. Nepal Roar, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten und viel Spaß beim Zugucken. So, können wir jetzt die Habitation einfach noch anmachen? Toggle Ground Taffer. Klink, an Kurbon festgehangen. Okay, hier gibt's nichts.
Habitatmäßiges. Das bringt uns habitatmäßig mittlerweile auf, ja, die meisten hier sagen, die nächsten 2 Jahre ist schon irgendwie okay. Also man kann hier echt gut wohnen mittlerweile, ne? Wie viele Tonnen sind da mit 7 km/h gegen die Station gedriftet? Ungefähr, ich glaube, es waren 11, 12 Tonnen den Dreh. Aber Körbeltonnen, keine metrischen. Also im Prinzip ein Zehntel davon. So, und Kuro86, vielen lieben Dank auch für deinen Follow. Ja, lasst uns ans Werk gehen. Besser wird's nicht mehr. Könnt ihr was sehen? Ja, ne? Ich kann das sonst auch ein bisschen heller stellen. So. Theoretisch müssten wir jetzt einfach Sachen wegdengeln können, weil wegen ist so. Denn... Ja, passt. Die Material Kits werden aufgefangen. So, das machen wir jetzt mal mit den ganzen Solarpanelen, denn wir haben jetzt große Solarpaneele. Das interessiert uns alles nicht mehr. Und wir können auch endlich den Scheiß hier mal wegbauen. Das war ja nie geplant. Also bis zum Habitation können wir es gerne behalten von mir aus. Das war ja aus Versehen rangekloppt. Aber diesen ganzen anderen Kram, das ist alles nur Part Count. Alles weg. Disassemble. Disassemble. Ich glaube, dass die meisten Lampen kommen vom Indicator Lights Mod. Und Planet Shine ist indirektes Beleuchten. Aber wenn du die ganzen Lampen meinst und LEDs, ich glaube, das ist das Indicator Lights, müsste das sein. Disassemble Part. So, jetzt wird hier mal richtig aufgeräumt, einfach um das Lecken ein bisschen zu reduzieren. Raumstation 2.0. Jetzt auch mit Performance. Und wie gesagt, die ganzen Material Kits werden aufgefangen in unserem Tank, den wir mitgenommen haben. Das geht wahrscheinlich nicht, genau. Da war irgendwas drin. Nee, da hängt noch was außen dran. Mal gucken, vielleicht geht's danach. Oder ich hatte da drin einen Monoprop versenkt. Dann muss ich mal versuchen, das von innen zu erwischen. Kann ich jetzt? Nee. Da ist es. Da sind sie, die Hühnerschrecke. Zack. Wusste ich's doch. Schön selber veralbert. Das ist bestimmt. Ah, das ist bestimmt auch bei der Sache auf Minmus das Problem. Da sind Monoprop-Tanks innen drin. Wetten? Deshalb kann ich das nicht zerlegen. Hahaha. So. Disassemble. So, da kann man hier nämlich nochmal einen Construction Port draufsetzen, meiner Meinung nach. Dann hat man hier auch wieder einen Anbaupunkt, aber jetzt können wir es erstmal so lassen. Ist halt scheiße mit dem Salamander-Pot dazwischen, aber ganz ehrlich, haben wir schon hässlichere Sachen gebaut. Die Fallschirme brauchen allerdings keine Sau mehr. Das Ding wird wohl nicht mehr landen. So. Alles weg, was Part Count ist. Einfach nur aus Performancegründen. Holy, 84 Zuschauer. Was ist los bei euch? Vielen lieben Dank an euch alle. Fürs Zugucken vor allen Dingen. Ich habe keine Ahnung, wo ihr alle herkommt, aber es freut mich, dass ihr da seid. Free wollen wir haben. Oh, 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 oh. Kurz mal einfangen. Danke, danke, danke. So. Zack. Ich glaube, ich müsste es nachgucken, aber ich glaube, das ist gerade ein neuer Zuschauerrekord hier auf Twitch. Auf YouTube habe ich schon mal die 90 geknackt, aber auch da ist es nicht weit von entfernt. So, das können wir mal umbauen zumindest. Aber hier auf Twitch bin ich mir ziemlich sicher. Dass das ein neuer Rekord ist. So, das Rundumlicht machen wir jetzt erstmal hier unten ran. Dann können wir hier nämlich... So, Load Attach. Nee, erstmal kurz hier hin. Ohne Note Attach, danke. So, dann ist der Note nämlich frei. Und dann bauen wir das mittig rein. Ich habe heute ein bisschen RCS-Schwierigkeiten, habe ich so das Gefühl. Da, 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 da.
jetzt ist es mittig drin. So, dann können wir hier nämlich auch gleich mal sagen, rotate clockwise. Und warum leuchtet meine Lampe hier nicht? Was ist hier los? Gleich mal das Warnlicht anmachen. Ne? Da ist Raumstation zu Ende. Hier verlassen sie den mit Druck befüllten, mit Luft befüllten Bereich und werden fürchterlich sterben. So, da könnte man nochmal gucken. Das sollten wir umpumpen. Das sollten wir dringend umpumpen. Die Leute haben die Qualität trotz des Mikros erkannt. Hey, wenn es nicht gerade fiept, ist das Mikro doch super. So, erstmal das hier aus. Das ist sonst nur gefährlich. Dann möchte ich gerne hier unten hingucken. Aim Camera. So. Wie viel ist da drin? Hm, sogar zugesperrt. Nicht schlecht. Hier sind keine Supplies. So, zack. Können wir das irgendwo umfüllen? In das hier zum Beispiel. Naja, nicht komplett. Irgendwelche anderen Life-Support-Tanks. Mystery Goo. Magnetometer. Achso, wir könnten das ein bisschen einfacher nachgucken. Wartet mal. Supplies. Wo ist Platz? Hier ist irgendwas leer. Ha, habe ich dich. Okay, du bleibst da. Der Rest bitte wieder aus. Nein. So, der kann das aufsaugen. Sehr schön, dann können wir das auch zerstören. Ja, es kann ja auch sagen, hier ist Schluss. Also von mir aus, jetzt ist erstmal eine Lampe dran, die warnt, dass hier die Station zu Ende ist. Wir haben ja dort mit dem Modul jetzt potenziell die Möglichkeit erhalten, in die Breite zu gehen. Es spricht also zumindest rein technisch gesehen nichts mehr dagegen, das so zu tun. Brauchen wir diese Antenne? Ja, im Moment lasse ich sie mal noch. Wir machen das erstmal ein bisschen übersichtlicher, bevor wir anfangen zu randalieren. So, die Lampe baue ich mal kurz ab und nehme die mit. Wer weiß, wo man mal eine Warnlampe braucht. Das meine ich. Deshalb müssen wir hier dran arbeiten. Das muss besser werden mit dem Leck. So. Schwuppdiwupp. Das ist jetzt halt einmal Fleißaufgabe, aber danach ist das hier eine hochperformante, schöne Station mit einem Partcount, der ungefähr halb so groß ist. Und wahrscheinlich mehr Strom erzeugt. Also vergesst jetzt nicht, wenn ihr denkt, so, oh Gott, er verschrottet die ganzen Solarpaneele. Nein, ich habe ja noch ein paar große Solarpaneele mit. Wobei ich glaube, dass die ganz großen, da bin ich sehr gespannt drauf, die vier ganz großen, wenn wir nachher gleich wieder in die Sonne rauskommen, wahrscheinlich ausreichen, um unsere Batterietanks aufzuladen. So. Disassemble. So, dann haben wir hier schon mal für Ordnung gesorgt. Disassemble. 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 So. Ich will nicht in dieser Inventory, ich will Perform Maintenance machen. Was auch immer das tut. Zack. Zack. Guck mal, was wir hier an Parts runterreißen gerade. Ist schon ein Fest, glaube ich, für die Engine. Es wird auf jeden Fall in Zukunft diese Raumstation zu einem Ort von viel mehr spielerischer Freude machen. Und darum geht es ja letztlich. Genau, and this is the story how Winter disassembled a complete station in orbit. Nope. Nur den ganzen Kleinkram. Weil ich meine, das war unsere erste Raumstation. Die ist natürlich ein bisschen low-tech, um es mal nett zu formulieren. Hat ja jetzt wirklich ein sehr, sehr modernes State-of-the-Art Strommodul erhalten und ich glaube, da sollte man mal nicht meckern. Und ich glaube, die kleinen Ports, die können wir eigentlich auch einkassieren. Das war auch vom Anfang noch, als ich keine anderen Ports hatte.
Fahrzeug. Was ist hier? Also das Cupola, okay, das kann da gerne bleiben, aber hier ist so ein einzelnes Solarpanel und ein bisschen Strom. Hm. Ich habe mir da sicherlich irgendwas bei gedacht, aber ich muss es nicht mehr verstehen. Hatte mal einen Sinn, hat jetzt keinen mehr. Ich glaube, ich habe einfach nur verzweifelt versucht, irgendwie genug Strom zusammenzubekommen, damit diese Raumstation funktioniert. So, haben wir zwei von diesen Containern? Nee, ne? Ist schon nur einer. Ja. Okay, dieser Sammelcontainer, der darf bleiben. Da bin ich nicht so. Also nachdem ich jetzt so sehe, was ich hier gerade alles abbaue, wundert mich, dass hier überhaupt noch mehr als drei Frames zusammengekommen sind. So, das bauen wir auch noch ab. Ach, schade. Reicht nicht mehr. Guck mal hier, so ein ganzes Array Solarzellen. Komplett. So, hier ist alles sauber. Das andere Ding hat keine Batterien bekommen. Wisst ihr was? Wir machen diesen blöden kleinen Port einfach kaputt. Ich habe ja einen kleinen Port im Inventar. Den legen wir ins Inventory irgendwo rein. Falls mal irgendwas kommt mit einem kleinen Docking-Port, dann können wir das immer noch andocken. So. Aber im Regelfall schicke ich heutzutage nichts mehr hoch. Mit so kleinen Krimskrams. So. Lalalala. Alles neu. Alles neu. Oh Gott, ich habe selbst da noch Batterien dazwischen gesteckt, ne? Selbst da stecken noch Batterien drin. Upp. So. Also wenn es bei dir immer wabbelt, kann ich dir sehr empfehlen, das Joint Reinforcement Mod zu installieren. Das hilft enorm bei solchen Sachen. Dann wabbelt das nicht mehr so. Zack. So. Puh, es wird. Ich glaube, die schlimmsten Stellen haben wir durch. Gut, wir haben zwei von diesen Antennen. Da kann man jetzt auch mal drüber diskutieren, ob wir zwei davon brauchen. Wahrscheinlich eher nicht. Kann ich das abbauen? Passt das in mein Inventar? Nope. Mhm. So, okay. Also, ACS-Düsen bleiben dran. Die kann man immer mal brauchen, um die Lage zu korrigieren der Station. Die ganzen Solarpanels können weg. Oh, jetzt kommt auch Sonne wieder. Jetzt wird's spannend. Genau, warum lagere ich die nicht ein für Notfälle oder sowas? Ich habe für Notfälle die großen tatsächlich... Ich habe 7 oder 8 große Solarpaneele mit dabei. Die sollten eigentlich für unsere Zwecke echt reichen. Wobei ich sogar schon glaube, dass die großen Solarpaneele unsere Probleme auch schon lösen. Entschuldigt den Feinstaub. Alles nur für die Frames per Second meiner geliebten Zuschauer. Na gut, und auch damit ich ordentlich spielen kann. So. Kann man die Wolken eigentlich abschalten? Ja, du kannst einfach das, du kannst das Mod nicht installieren, was die Wolken macht.
Oh, stimmt, da ist noch nicht zusammengeschweißt, ne? Verrückt. Völlig verrückt. Aber jetzt lege ich erstmal meinen Kram ab und hole noch die Antenne rein. Na komm, bisschen näher ran. Nein, nicht den Ground Tiffer. Ich hätte gerne das Inventory. Inventory. Thank you. Lampe. Lampe. Dockingport. So, und dann müsste ich nämlich... Ich will die Antenne nicht verschrotten, weil eine Ersatzantenne haben wir tatsächlich im Moment nicht. Also so eine Relay-Antenne. Das macht schon Sinn. Wir können später mal eine richtige Relay-Antenne hochbringen, dass die Raumstation nebenbei noch relayen kann. Vielleicht kann man die als Abschluss auf so ein Hap-Ding draufsetzen. So. Da hinten am Ende macht eine Antenne, glaube ich, Sinn. Da sind wir normalerweise nicht. Da stört die keinen. Hier nehmen wir sie einfach jetzt mal ab. Und packen die ins Lager. Ja, und dann können wir gleich mal alles verschweißen, was noch geht. Das stimmt. Also alles, was noch verschweißt werden muss. Damit auch das den Part-Count weiter reduziert. Ich denke immer nicht dran, dass ich das ziehen muss. Okay, das geht nicht so einfach. Vielleicht, wenn ich sie vorher retracte. Aber vermutlich wird sie dadurch nicht besonders viel kleiner. Nein. Na gut. Ist halt einfach ein bisschen größer. Jetzt mein Inventar. Kriegen wir es hier vielleicht ins... Ach nee, da sitzt keiner drin. Ja, dann lassen wir sie einfach angeklappt. Gut ist. Okay, ich habe hier draußen fertig. Das heißt, ich kann wieder... Ach komm, du kriegst heute mal dein eigenes Zimmer. Ich bin mal nicht so. Das hat er sich verdient. So, dann wird die Station jetzt zusammengeschweißt. An allen Stellen, wo es geht. Hm, können wir uns darauf einigen, dass du genau da fesselst? Nö, ne? Was ist los bei dir? Hallo, Freund Blase. Ich liebe es, wenn sie so ausrasten beim Sichtmoduswechsel, die Kerbels. Da haben sie manchmal so ihre Probleme mit. Ein Einzelzimmer. Was eigentlich für vier Leute ist. Das ist meine Ehre, ne? Nicht Multiworld. Ach, tatsächlich. Ja, ich versuche dran zu denken. Schwupp, endlich ein Bewohner. Kann man auch mal Licht anmachen. So, Compress Parts war das, ne? Jo. So, das hier kann auch fest. Zack. Ja gut, an den Übergängen kann ich bei den nächsten Inkarnationen von Raumstationen noch ein bisschen arbeiten. Aber der Anfang ist gemacht. So, jetzt haben wir hier noch einen Haufenweise Sprit. Den wir in den Tank umfüllen wollten, den ich gerade abgerissen habe. Hm, naja, aber können wir jetzt hier hängen lassen, solange nichts anderes da ist. Aber nicht welden. Also, hier ist noch Sprit verfügbar für die nächsten Missionen, die hier so vorbeikommen. Hm, jetzt lass mal gucken. Also, wir haben echt... Also, wir haben unser Agroponics laufen. Wir haben das Labor laufen. Und jetzt klappen wir mal nach und nach
die Receiver aus. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, dass einer wahrscheinlich schon reichen wird, um die gesamte Station zu versorgen. Aber mal gucken. Ja, sowas von. Cool. Ja, dann. Mal gucken. Also theoretisch dürften jetzt nur noch vier ausklappen. Extend All Solar. Und dann würde ich jetzt auch keine weiteren erstmal anbauen. Weil guckt euch mal an, wie viel Stromüberschuss wir gerade produzieren. Passt. Passt sehr gut. Massiv Batterien reduziert, also massiv Teile reduziert, aber deutlich die Kapazitäten der Station erhöht. So, und jetzt holen wir das Shuttle ran, würde ich sagen. Jetzt hat es ja endlich einen Platz zum Docken. So, offizielle Streamzeit sind wir jetzt drüber, aber das Shuttle holen wir noch und docken das sauber an. Dann sind wir nämlich da wieder sauber und können uns das nächste Mal mit der Landung dieses lustigen Minmus Dings beschäftigen. Ich hoffe, dass das landet und nicht abstürzt. So. Gut, lasst uns die ersten Gäste sein. Hier habe ich natürlich auch schon. Ach, guck mal. Ah, wie gut ist das denn? Ah, schade, die kann ich jetzt nicht einfach so umstellen, ne? Schade. Vielleicht mit dem Ingenieur. Andern mal. Echt? Kalender sagt bis 18 Uhr? Na gut. Ach stimmt, die unter der Woche Streams hatte ich bis, ja, ja. Ignoriert mich. No, 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 no. Die unter der Woche Streams hatte ich vor 2,5 Stunden. Die ja hier geht tatsächlich bis 18 Uhr. Alles ist gut, ihr habt recht. So. Wupp. Jetzt Retro. Wir treffen uns gleich mit der Station auf 500 Meter Entfernung. Das ist okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Da lädt sie. Hui. So, dann kann nämlich unser kleines System-Shuttle jetzt endlich mal standesgemäß an den Dockingport andocken. Sogar mit einem kleinen Wohnraum für Jebediah vorbereitet, damit er dann, während er wartet, ein bisschen die Beine ausstrecken kann und nicht die ganze Zeit im Cockpit sitzen muss, aber nah bei seinem Schiff ist, um notfalls hineinzuspringen und eine Taximission zu übernehmen. So, wie viel Snacks hat er weggefressen? 104 Tage noch. Na gut, hast ja nochmal Glück gehabt. Wenn man ihn unbeaufsichtigt lässt, neigt er nämlich gerne mit dazu, der liebe Jeb, sich die Snackbox komplett einzuverleiben. So, wir wollen irgendwo da ans hintere Ende der Station. Das heißt, wir peilen mal das an, würde ich sagen. Du, 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 du. Kurzer Schub und wir gehen sofort wieder Retro, um uns einzufangen. Wir kommen auf 100 Meter ran. Und dann gucken wir mal, die letzten 100 Meter oder die letzten paar Meter machen wir dann natürlich mit einem sauberen, mit einer sauberen RCS-Kontrolle. Ja, aber wenn wir bis 18 Uhr haben, dann können wir tatsächlich nochmal gucken, ob wir nicht die Minmus-Mission noch gelandet bekommen.
Was hat das Triebwerk für eine Thrust Rate of Kerbin? Keine erwähnenswerte. Keine erwähnenswerte. So, wo sind die Docking Sites? Da sehe ich es schon. Oh, ich sehe das Blinken. Seht ihr das? Sehr geil. Das Blinken funktioniert auf jeden Fall als optischer Indikator, wo der Port nachher sein wird. Sehr schön. Das funktioniert erschreckend gut mit dem Blinken. Ich glaube, wir docken vorne an. Aber wisst ihr was? Da kann ich mir jetzt gleich was nicht nehmen lassen. Gib mir mal einen kurzen Moment. Erstmal kurz anhalten den Spaß hier. So. Eine Sekunde.
Komplettrenovierung. Nein. Oh, der Mond. Die Flügel des Gleiters und die Paneele. Doch, könnte sein, dass das ein bisschen knapp wird, wahrscheinlich. Aber werden wir mal sehen. Werden wir mal sehen. Er will es nicht lesen, mal wieder. Von wollen kann ja gar nicht die Rede sein. So. Jetzt machen wir aber erstmal hier unsere Mission fertig. Und eigentlich sollte das Ganze... Dankeschön, Freaky. Vielen lieben Dank für deine Spende. Und eigentlich sollte das im Normalfall kein Problem darstellen, wenn nicht, müssen wir neue Paneele anbauen. Woanders. Dann haben wir es ja gelernt. Es ist ja nicht so, als ob wir genug Ersatzpaneele mitgenommen hätten. So ungefähr 1 Million Stück. Wartet mal, wir müssen von hier steuern. Und wir müssen das Manöver fliegen. Schwupp. Zwei bis drei ausgeklügelte Module und da würde ein Prachtstück im Erdgarn-Vorgarten stehen. Das stimmt, also zukünftige Raumstationen haben wir jetzt halt auch einfache Bauteile, mit denen man was anfangen kann. Und nicht nur so ein Firlefanz. Am Anfang war das halt ein bisschen spärlich. So, Bremsung. Echt, jetzt ist das auch noch alle? Alles ist hier alle. Immer ist alles alle. Mano. Okay. Viel Spaß auf der interplanetaren Laufbahn. Tschüss. So. Nein, du sollst ihn nicht wieder andocken. Geh weg. So, Manöver. Schau mal die Delta V. Ja, 790 ist okay. Gucken wir mal, wie okay das ist. Ich befürchte, ich muss dann erstmal tanken oder so. Los geht's! Langsamstes Raumschiff ever. Schwusch. All your all für Triebwäger. Kaffee ist immer noch leer. Ärgerlich. Das könnte jetzt eine Sekunde oder zwei dauern. Ich könnte das natürlich ein bisschen beschleunigen, indem ich das Zeug mitbenutze. So. Ah, das ist zu instabil für Physics Time Warp, glaube ich. Seht ihr? Physics Time Warp macht dann solche Sachen und das weicht dann noch mehr vom Manöver ab. Aber wir können die damit benutzen einfach. Ja, ja, Thrust-Weight-Ratio ist echt winzig. Ich habe mir dabei bestimmt irgendwas gedacht, aber ich kann nicht mehr genau nachvollziehen, was es war. Einfach nicht eine meiner schlauesten Ideen, um es nett zu formulieren. Müssen wir mal gucken. Die Raumstation ist
in diese Richtung unterwegs. Sehe ich das richtig? Haben wir auch wieder gut hingekriegt. Natürlich genau in die Gegenrichtung zu fliegen. Wieso steht da 2200, weil ich so weit außerhalb der, der Gravitation bin? Das korrigiert sich dann gleich noch, wenn ich weiter reinkomme. Ändert aber nichts daran, dass ich immer noch 40 niedrige Thrust Weight habe. Das ist irgendwie Thrust Weight Ratio berechnet an der Gravitation, die momentan auf mich wirkt, wie viel mal ich mein eigenes Gewicht heben könnte. Letzten Endes. Und da Minmus eh schon eine poplige Gravitation hat und ich auf 2132 Kilometer Höhe vorbei schrabbel, ist da einfach im Moment nicht besonders viel Gravitation, über die man reden müsste. Deshalb ist ja so. Entspannt unterwegs oder mit so einem hohen Wert unterwegs. Das wird dann aber auch, wenn man näher an Minmus rankommt, zunehmend weniger. Unter 200 Meter pro Sekunde. Yay! Nur noch 1 Milliarde Jahre bremsen und wir sind in einem Orbit. Ich befürchte, das wird nicht mal mehr für eine Landung reichen. Müssen wir uns mal angucken, wie schlimm es dann wirklich ist. Auf jeden Fall werde ich nicht zur Raumstation kommen mit einem Anflug auf dieser Seite. Ah, außer ich mache die Korrektur jetzt schon. Mal gucken. Erstmal den Orbit einbremsen und dann können wir eventuell hier draußen im fast Null-Bereich relativ viel mit relativ wenig drehen. Ich muss auf die andere Seite, ich muss in die andere Richtung, um den Planeten rum. Warum sagt er oben, ich habe keinen Sprit mehr? Wo sagt er oben, ich habe keinen Sprit mehr? Da, ich habe ja auch keinen Sprit mehr. Ich fliege mit Monopropellant. Das sind Monopropellant-Triebwerke, das da unten. Und nee, da, ich habe schon Tanks dafür. Das ist ja ein Fuel-Transporter. Das sind so aufblasbare Tanks, die größer werden, je mehr man reinfüllt. Ach, immer diese spannenden Bremsmanöver. Mit völlig untermotorisierten Raumschiffen. Aber es beginnt sich zu bewegen. Man braucht übrigens für eine Minmus-Landung aus einem niedrigen Orbit 180 Delta V. 180, meint er immer so 240, aber gut, die Delta V-Messe sagt 180. Also sagen wir mal 200 Delta V. Noch sind wir potenziell Minmus-landefähig, laut Delta V-Anzeige. Ich befürchte aber eher, dass unsere Thrust-Weight-Ratio ein bisschen ein Problem ist. Stunden später, ja vielleicht. Ich muss ja die Zeit bis 18 Uhr irgendwie voll kriegen. Dum-di-dum-di-dum. Ja, ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt mit der Landefähre, ehrlich jetzt. Ich gebe es ja zu. Und Freaky P 84. Was? Du warst noch kein Kurbonaut. Aber trotzdem danke für dein Follow und ganz herzlich willkommen. Viel Spaß weiterhin beim Zugucken, auch wenn es heute nicht mehr so lange ist. Mit Glück wird das ein Orbit. Ach Quatsch, ein Orbit wird es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es noch ein Orbit wird, mit dem ich an die Raumstation komme. Oder wenn ich richtig verwegen bin, das gucken wir dann gleich mal, sogar noch eine Landung versuchen kann. So, und für alle, die dann noch nicht genug haben, schon mal ein kleiner Tipp. Der liebe Pü ist gerade live gegangen, sagt mein Twitch. Ich weiß nicht, was er heute spielt. Entweder wird es KSP sein oder RimWorld. Das sind so die zwei Hauptspiele, die ich zumindest von ihm kenne. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal bei dem lieben Pü vorbeizuziehen. Und wenn mein lieber Mod noch da ist und noch wach ist und noch handlungsfähig, dann kann er ja die lange Brennphase mal damit überbrücken, einen kleinen Link zum Kanal vom lieben Pü zu posten. Und vielleicht noch dazu zu sagen, was heute eigentlich... Ah, Factorio gibt's heute. Ah, Factorio ist aber auch nicht ganz uninteressant. Okay,
Ja, lieber Neo, wenn du noch einen Link vom Pü reinschmeißen magst, wäre super. Also mach es gerne. Hiermit erlaubte Werbung. Genau, also wenn da jemand sagt, heute will ich mir noch ein bisschen Livestream geben, dann schaut mal beim Pü vorbei, der freut sich bestimmt. So, wir nähern uns so langsam aber sicher dem Orbit. Wir haben noch 340 Delta V im Tank. Jetzt müssen wir gleich mal entscheiden, was wir machen. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie die Bremsung, also wie teuer die Einbremsung im niedrigen Orbit ist. Das können wir aber kalkulieren. Sollte die Apoapsis nicht steigen? Ne, im Moment noch nicht. Weil im Moment habe ich ja noch gar keine Apoapsis. Ja, Time to Apoapsis. Infinities. Weil ich ja noch in einem Minmus Escape bin, also in einem Flucht-Vorbeiflug. Ich bin jetzt nur im Flyby-Modus. Ich muss ja erst noch bremsen, um eine Apoapsis zu bekommen, denn die bekomme ich natürlich erst, wenn der Orbit sich schließt. Vorher ist nichts mit Apoapsis. Oh, da ändern sich die Funkkonstellationen. Ja, muss man auch, wollte ich gerade sagen, Jungs, da könnt ihr auch mal einen Funkspruch zu absetzen. Ach, die schöne Sonne. So. In wenigen Stunden müsste es soweit sein, dass wir einen Orbit hinbekommen. Oh, das wird echt knapp für eine Landung. Würde ich nicht eingehen wollen, das Risiko, glaube ich. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch zur Raumstation kommen oder irgendwo stranden unterwegs. Mühsam ernährt sich das Orbithörnchen. Zeichnen mit Orbits. Und schwupp. Na komm jetzt. Ja, fast wie ein Ionenantrieb, genauso langsam, aber sehr viel ineffizienter. So, jetzt bringen wir das noch runter. So, dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendwie eine Chance haben. So, das sind jetzt 9,1 Meter pro Sekunde. Meine Theorie sagt, mit weiteren 9,1 plus nochmal 9,1 müsste ich den Orbit umdrehen können. Weil ich käme jetzt so rein. Zwusch, 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 wenn ich bremse. So, zwusch, 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 heißt genau in die Gegenrichtung von der Minmus Space Station. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Bremsen kostet. Das sollte eigentlich relativ billig sein. Was weiß ich, 50 oder so, hoffe ich. Ups. Ja, gar nicht so schlecht geschätzt, 50. Bisschen über 50. So, jetzt könnten wir nämlich sagen, wir ballern dann einfach noch mal ein bisschen Fuel jetzt auf der Höhe des Orbits raus. Und machen folgendes, wir drehen unseren Orbit in die andere Richtung. Weil wir jetzt mit 9,1 Metern pro Sekunde unterwegs sind. In 9 Minuten. Also quasi jetzt gleich. Und investieren. Tada! Zauberei! Zauberei! Investieren in eine kleine Bremsung, die unseren Orbit einfach in die andere Richtung dreht und geben dafür sage und schreibe 20 Delta V aus, nicht ganz. So, und dann ist die Raumstation dort. Set as Target. Dann können wir mal gucken, dass wir gleich in ihre Nähe kommen zumindest. Ups. Okay, da ist sie hinter uns. Sehe ich das richtig? Ja.
Gut, da ist sie hinter uns, dann gehen wir in einen etwas höheren Orbit, machen da eine Inklinationsanpassung und lassen uns vor der Raumstation einholen. Dann können wir zumindest erstmal in der Raumstation docken und mit ein bisschen Glück liegt da irgendwo Monoprop in irgendeinem Lager rum. So, nee, es gibt irgendeinen Mod, mit dem du die Orbitbahn ausschalten kannst. Normalerweise kann man das nicht. So, wir machen jetzt mal gleich die Bremse. In ein paar Minuten. So. Und ich unterstütze das ein bisschen mit Monoprop, dass wir hier nicht ganz so lange brauchen. Also mit Monoprop sowieso, mit den RCS-Düsen meine ich natürlich. So, und jetzt die Manöver folgen. So. Chaos. Das ist kein Chaos, das ist Raumfahrt. Bitte mit dem entsprechenden Sparta-Unterton werten. Jetzt komm schon. Komm schon. So. Gut, haben wir das. Dann haben wir als nächstes einen klassischen Bremsburn in Höhe von 50 irgendwas. Jo. 55. In 4 Tagen 3 Stunden. Bis dahin ist auch noch keiner gestorben. Alles gut. Na dann. Wartet mal, wir kommen jetzt aus dieser Richtung, richtig? Wir haben den Orbit gerade umgedreht. Ist wie eine Lasershow. Nur cooler, weil im Weltraum. Hallo, Freunde. So. Retro. Gut, das wird eine knappe Nummer, muss ich sagen. Trotz allem. Ich bin mal gespannt, ob wir die Inklinationsanpassung noch bezahlen können. Gut, also, ja, damit werden wir heute das Ganze so ein bisschen ausklingen lassen. Ich bremse mich jetzt noch in den Orbit. Dann prüfe ich mal die Inklinationsanpassung und ich denke mal, wir werden wahrscheinlich so mit einem halben Delta V im Tank irgendwie es schaffen, an diese Raumstation ranzudüngeln. Und dann hoffentlich Monopropulant tanken können. Falls da noch welches ist. Das wäre so der Notfallrettungs-Emergency-Plan. Wie ich aber sehe, sind wir echt super ineffizient vom Brennen. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Alter Verwalter, da kann ich ja effizienter mit meinen... Effizienter mit den RCS-Düsen arbeiten als mit den Triebwerken, ey. Ja, gut, also wir haken das Thema Derp Radial Monopropellant Engine mal als interessantes Experiment ab, würde ich sagen. So richtig gut ist es nicht. Also ich mache jetzt gerade meinen Schub mit den RCS-Düsen, weil das scheint tatsächlich effizienter zu sein, wie ich es mit denen mache, als wenn ich es mit dem Antrieb mache, der dafür da ist. Hust, hust. So, dann wird es nochmal spannend, wie der
Inklinationschange so aussieht. Wird eine knappe Nummer, glaube ich. Nee, Monoprop ist auch nicht so dolle. Ach, ein Fail wird's, wenn ich abstürze. Also was ist jetzt der Worst Case, der passieren kann? Der Worst Case, der passieren kann, ist, ich steige mit den beiden Kurbonauten aus. Wir schaffen es ja in den Minmus Orbit. Und fliege mit dem Jetpack zur Station rüber. Also großer Fail wird's nicht. Das ist einfach nur ein blödes Raumschiff, was nicht gut funktioniert. Wenn ihr mich fragt. Das ist so. Viel was anderes. Würde ich da jetzt gar nicht rein interpretieren wollen. So. Ich gehe mal auf 20 Meter pro Sekunde runter noch. Mit meinem Delta VBG. Genau, das war mal eine Lehrstudie. Gerne auch mit Doppel-E zu schreiben in diesem Falle. So, 20 Delta haben wir noch. Jetzt gucken wir mal, was das bedeutet, die Inklination anzupassen. Mehr als mir lieb ist, trifft es ganz gut. Ja, also das sind mehr Delta V, als ich habe. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen bremsen. Und uns da mal mental darauf vorbereiten, dass die beiden drüber jetpacken und das Ding hier erstmal zurücklassen. Erstmal nicht anders funktionieren und dann müssen wir uns da noch was überlegen. Also das müssen wir noch mal überarbeiten, das Konzept. Das hat nicht gut funktioniert. Das muss man einfach so sagen. Das war nicht gut. Tatsächlich nicht so wirklich gut. Wir könnten jetzt noch Gewicht reduzieren und bla und Sachen abdüdeln, aber ganz ehrlich, obwohl, damit könnten wir es zur Station schaffen, ne? Deutliche Gewichtsreduzierung. Na, ich glaube, auch mehr von den Teilen wären nicht übermäßig hilfreich gewesen. Das Problem ist halt einfach, dass die so super ineffizient sind. Gucken mal, wie viel wir davon retten können. Das Zeug wiegt ja fast nichts. Schwupp, schwupp, schwupp.
sogar alles raus. Sehr schön. So. So, dann kriegt das Hand jetzt einfach einen Hammer in die Hand gedrückt. Das Schöne ist nämlich, disassemblen kann jeder. Das ist einfach nur Sachen kaputt machen. Disassemblen kann jeder. So. Jetzt wird hier einfach ordentlich Gewicht rausgenommen. Das hätte ich vielleicht auch eher machen können, aber ist halt jetzt so. Besser spät als nie in dem Falle. Weil eine Landung wird es mit dem Teil nicht mehr geben. Wir müssen eh ein neues Ding bauen. So. Wir deaktivieren jetzt mal alles oder disassemblen jetzt mal alles. Was totaler Unsinn ist. Und nur unnötig Gewicht kostet. So, den Rest, ja, Dockinglicht und so, sind so Kleinigkeiten, müssen wir uns nicht mit beschäftigen, vielleicht haben wir damit ein bisschen mehr Delta V jetzt zur Verfügung. Zack. So, ich gehe jetzt hier an Bord und ob das wirklich ausreicht, um das nächste Mal tatsächlich noch an die Station zu kommen oder uns irgendwie anders den Arsch zu retten, das finden wir im nächsten Stream raus, denn jetzt ist erstmal Feierabend. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry für den Cliffhanger, aber ich muss auch an Herd und Essen kochen. Wir sehen uns am Dienstag, wenn mich nicht alles täuscht, zu Real Solar System. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Mein Name ist Robert und tschüss.